Ja, ich glaube, wir sind soweit, um anfangen zu können. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten. Ich freue mich sehr, die harten Bänke im Rund des Tieranatomischen Theaters wieder gut gefüllt zu sehen und begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Mosse-Lecture, zu einer neuerlichen Reise across the universe. Einer Reise, die nicht ohne eine kurze Rückwendung in die späten 1960er Jahre beginnen kann. Das Jahr 1969, darauf hat in einer kleinen Glosse der Philosoph Hans Blumenberg hingewiesen, ging nicht allein als Sternstunde der Raumfahrt in die Annalen ein, weil zum ersten Mal ein Mensch den Mond betrat. Vielmehr bescherte es dem deutschen Wortschatz auch eine folgenreiche Neuschöpfung. Damals nämlich richteten kühne Bonner Beamte im Bundesministerium des Innern eine Abteilung für Umweltschutz ein, womit sie zugleich eine neue Vokabel in die Welt setzten, die uns heute so geläufig ist, als hätte sie es immer gegeben. Folgt man den Überlegungen Hans Blumenbergs, so handelt es sich bei dieser Koinzidenz von Mondlandung und Neologismus nicht um eine zufällige Konstellation. Die Sensation der Mondlandung habe nämlich Millionen von Televisionären, die das Ereignis auf der ganzen Welt an Fernsehbildschirmen verfolgten, als unerwarteten Nebeneffekt den Anblick der Erde als Himmelskörper am schwarzen Himmel dieser anderen Ödwelt beschert. Und es sei wohl keine Übertreibung zu sagen, so Blumenberg weiter, dass die Totalgegenwart der Erde für die Erdbewohner ein Gefühl für die Kostbarkeit dieses wie lebendig erscheinenden Planeten geweckt habe. Als wüssten wir erst jetzt, was wir haben, seit wir wissen, wie es auf dem Mond aussieht und anderswo nicht besser. Bei der Bewertung der Effekte dieses neuartigen Weltbilds bewies Blumenberg allerdings, wie man im Nachhinein sagen kann, mehr Weitsicht und Realitätssinn als viele andere. Denn dass Neil Armstrongs Kamerabilder augenöffnend gewirkt hätten, weil sie die Erde als, Zitat, endliche Weltheimat des Menschen sehen ließen, hat er nie geglaubt. Stattdessen betont er in seinem Essay, den Sie nachlesen können in dem wunderbaren Band Die Vollzähligkeit der Sterne, dass die Weltanschauung, die sich durch Fotos dieser Art verfestigte, in erster Linie trügerische Gewissheiten nährte und Fantasien blühen ließ. Die Erde sah aus, schreibt Blumenberg, als gäbe es den Menschen, seine Werke und seinen Unrat, seine Desertifikationen nicht. Eine Reinheit des Kostbaren, als sei es lupenrein. Und damit auch noch ein unberührter und ungenutzter Boden für das fatal gedachte Wachstum. Es war eine Versicherung, was man sah, eben keine Warnung. Zitat Ende. Ob Hans Blumenberg im westfälischen Alten Berge, wo er lebte, der Whole-Earth-Katalog in die Hände gefallen war, das weiß man nicht. Als er seine ironisch-melancholischen Überlegungen anstellte, war die Fibel für die Schöpfungsträume wagemutiger Abenteurer, die auf die unbegrenzten Möglichkeiten eines Do-it-yourself-Individualismus vertrauten, jedenfalls längst da. Mit dem ikonischen Weltraumbild des Globus auf dem Cover gab der Katalog, den Stuart Brand 1968 erstmals erscheinen ließ, Interessenten aus diesen Kreisen die nötigen Mittel an die Hand. Access to Tools stand auf dem Titelbild und Understanding Whole Systems, Shelter and Land Use, Industry and Craft, Communications, Community und Nomadis hießen die Rubriken, nach denen auf den Katalogseiten, die folgten, die ausgebreitete Produktpalette sortiert und rezensiert wurde. We are as gods and might as well get used to it. Wir sind wie Götter und könnten uns genauso gut daran gewöhnen, war in der Gebrauchsanweisung des Katalogs zu lesen, die in der Verheißung eines libertären Reichs privatpersönlicher Selbstermächtigung gipfelte.
Power of the individual to conduct his own education, find his own inspiration, shape his own environment and share his adventure with whoever is interested. Von Grenzen des Wachstums, wie der Club of Rome sie 1972 im Herzen der alten Welt prophezeit hatte, wollte man im Silicon Valley des fernen Kalifornien nichts wissen. Lieber bastelte man an der Entwicklung von Rechenmaschinen für den Privatgebrauch, an Personal Computers, mit denen sich die eigenen Betätigungsfelder in virtuelle Welten ausdehnen und neue Soziotope erschaffen ließen, abseits der Machtsphären von Staatsregierungen und ihrem Big Government erschaffen ließen, wo Privatunternehmer die Geschäftsbedingungen festlegten. Jenseits des Universums hergebrachten Typs ist so im Laufe der letzten Jahrzehnte ein Metaversum entstanden, in dem virtuelle und physische Welten sich durchdringen. Wie Anna-Verena Nostow und Felix Maschewski in ihrer Mosse-Lecture der letzten Woche gezeigt haben, verfolgen Tech-Milliardäre wie Elon Musk und Jeff Bezos in diesem Metaversum mittlerweile große Pläne. Sie haben eigene Space Shuttles entwickelt, um sich mal mit, mal ohne Hitchhiker durch die Galaxis zu bewegen und beschäftigen die künstliche Intelligenz ihrer smarten Maschinen mit dem Entwerfen künstlicher Paradiese auf anderen Planeten, damit Science Fiction künftig nicht mehr Fiktion bleibt, sondern Realität wird. In den imaginierten Weltraumkolonien wollen sie die Erde hinter sich lassen, wenn es hier infolge des Klimawandels endgültig unbequem geworden sein wird. Space is the long-term solution for Earth, lautet die Devise solcher Planspiele und mit geschicktem Doomsday-Marketing, auch mit der Hilfe einer pseudo-altruistischen Moralphilosophie made in Oxford, bewerben die Plattformgiganten als Lösung aller menschengemachten Probleme die Lösung von diesen Problemen durch die Lösung von der Erde und die Flucht ins All. Die zynische Ratio solcher Projekte, der Eroberung neuer Lebensräume im Jenseits, hat Bruno Latour in seinem terrestrischen Manifest auf den Punkt gebracht, als er feststellte, dass der Globus der Globalisierung dem Planeten Erde entwachsen ist. Die Frage, wo wir landen und einen bewohnbaren Boden finden können, wird durch die Trumps und Musks, die Bezos und Zuckerbergs dieser Welt mit einer arroganten Indifferenz beantwortet, hinter der sie ihr Desinteresse an Belangen des Gemeinwohls nur schlecht verbergen. Die Beschäftigung der globalen Öffentlichkeit mit Raumfähren, die nie etwas anderes als private Enterprises waren, ist in dieser Perspektive ebenso sehr ein Ablenkungsmanöver wie die Denunziation der Erderwärmung als Big Lie, als Angstszenario von wissenschaftlichen Lügnern. Zum ersten Mal versucht eine umfängliche Bewegung nicht einmal mehr den Anschein zu erwecken, sie habe die Absicht, sich ernsthaft mit den geopolitischen Rationalitäten auseinanderzusetzen, bemerkt Latour in seinem Manifest. Sie entledigt sich stattdessen aller Verpflichtungen und situiert sich buchstäblich offshore, genauso wie die Steueroasen. Vorrangig geht es darum, nicht mehr mit den anderen eine Welt teilen zu müssen, von der man längst weiß, dass sie nie wieder eine gemeinsame sein wird. Zitat Ende. Was ist dann aber mit dem großen Rest der Weltbevölkerung? Mit denen, die kein Raumschiff haben und nach dem unumkehrbaren Take-off der Globalisierung irgendwo landen müssen, ohne eine Alternative zur Erde zu haben. Wie kann es gelingen, sich neu zu erden, im Sinn des französischen und von Latour gebrauchten Verbs atterrir, dass Landung und Landgewinnung, Landung und erreichte Bodenhaftung in eins setzt. Anders Levermann, unser Gast des heutigen Abends, hat für diese Frage einen ebenso ungewöhnlichen wie bedenkenswerten Vorschlag parat. Er hält die Probleme der Erdbevölkerung für lösbar, wenn die Wachstumsziele neu definiert werden, wenn die Expansion also nicht ins Weiter-so und mehr führt, sondern ein Wachstum in die Vielfalt angestrebt wird, in eine Diversität, der in der endlichen Welt unendliche Möglichkeiten offenstehen. Anders Levermann, das wissen Sie wahrscheinlich bereits, zählt zu den renommiertesten Klimaforschern in Deutschland, dessen Rat in Politik und Wirtschaft vielfach gesucht wird. Nach einem Physikstudium in Marburg und Kiel schloss er 2003 seine Promotion in theoretischer Physik am Weizmann Institute in Israel ab,
bevor er sich der Klimadynamik zuwandte, ans Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung wechselte. Der Spagat zwischen Physik und Klimaforschung, der für ihn vielleicht gar keiner ist, bestimmte auch weiterhin seine Laufbahn. 2006 wurde er zunächst auf eine Juniorprofessur für theoretische Physik an der Universität Potsdam berufen und bekleidet dort seit 2007 eine Professur für die Dynamik des Klimasystems. Überdies ist er seit mehr als 10 Jahren Adjunct Professor am Earth Institute der Columbia University in New York. Internationales Renommee hat Anders Levermann sich des Weiteren besonders im UN-Klimarat verschafft. Als Co-Autor hat er an dessen Bericht über den Klimawandel mitgeschrieben. 2007 wurde das IPCC mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Forschungen Anders Levermanns gelten vor allem Kipp-Prozessen im Klimasystem und auch den sozialen und ökonomischen Folgen von Wetterextremen. Seit 2012 leitet er den Bereich der Komplexitätsforschung am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und aus dieser Komplexitätsforschung entstammt auch das mathematische Prinzip der Faltung, das er seinen Überlegungen zum Wachstum in die Vielfalt zugrunde legt. Im Oktober diesen Jahres wird sein Buch Die Faltung der Welt erscheinen, in dem der Ullstein Verlag ihm den nötigen Platz einräumt, um seine Ideen gebührend zu entfalten. Umso mehr freut es uns, dass er die kurze Reise aus Brandenburg nach Berlin angetreten hat, um uns schon heute Abend zu zeigen, wo ein freiheitlicher Weg aus Klimakrise und Wachstumsdilemma sich auftun könnte. Wenn ich es recht sehe, aber ich will natürlich keine Pointen vorwegnehmen, werden wir dafür keine Raumfähren mehr brauchen und sollten es nur schaffen, dass alle Erdenmenschen sich darauf verständigen, ihren irdischen Straßen- und Flugverkehr nur noch mit Fortbewegungsmitteln zu bewerkstelligen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Der Weltraum, den es über die unendlichen Möglichkeiten eines erst noch auszuschöpfenden Wachstums zu erkunden gilt, ist also der terrestrische, der Kosmos der Umwelt. Lieber Herr Levermann, willkommen an der Humboldt-Universität. The floor is yours. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die wundervolle Einführung. Ich erkunde immer neue Welten und das hier ist definitiv eine neue Welt für mich, also eine große Ehre für mich, in dieser Mosse Lecture meine Ideen zu präsentieren. Und ich vermute auch, also meine Art zu reden ist wesentlich weniger ausgefeilt, als Sie das gewohnt sind, habe ich ein bisschen die Befürchtung. Wir schauen mal. Der große Vorteil ist, Sie können mich alles fragen, was Sie zu Klima schon jemals wissen wollten. Das müssen wir am Ende machen, damit wir weiterkommen. Aber ich mache das schon sehr lange und der Nachteil ist, ich bin jetzt 50, bin Professor und entsprechend bin ich an dieser Stelle, dass ich das Gefühl habe, ich weiß auf alles eine Antwort. Das ist ganz, ganz schlimm und das hört auch wieder auf, das weiß ich, aber momentan bin ich in diesem Zustand. Das heißt, fühlen Sie sich frei, Sie werden merken, es nervt meine Familie auch schon, aber es hat auch Vorteile. Sie kriegen eine Antwort auf alles, was Sie fragen. Fangen wir aber an mit der Faltung und ich habe verstanden, dass es hier eigentlich ums Weltall gehen soll und diese Verbindung, die ist schwer zu kriegen, aber tatsächlich ist in dem Prolog des Buches, was bald erscheint, das wird das einzige Buch meines Lebens sein, das kann ich Ihnen versprechen. Und es fängt an mit dem Gedanken eines, tatsächlich ohne diese Mosse-Lecture auch, mit dem Gedanken eines Tischtennisballs. Also wir stellen uns was sehr, sehr Freundliches und Harmloses vor. Ein Tischtennisball, der im All umherfliegt. Und ein Tischtennisball, ich weiß nicht, wie weit Ihr physikalisches Grundverständnis ist, aber wenn Sie einen Tischtennisball im All haben, dann wird er erstmal natürlich zusammenknautschen oder nicht explodieren, weil er einen Druck innen drin hat. Das machen wir nicht. Wir machen ein kleines Loch rein und dann ist er glücklich im Weltall und dann fliegt er, weil er mit irgendeiner Geschwindigkeit gestartet hat. Entsprechend der Relativitätstheorie hört er dann nicht auf zu fliegen, sondern fliegt, weil ihm keine Kräfte auf ihn wirken, immer weiter.
Und jetzt können wir den Tischtennisball ein bisschen spannender machen, indem wir ihm ein Wertesystem geben und ihm sagen, okay, es gibt ja diese eine Richtung, die ist für den Tischtennisball besonders, weil er mit dieser Richtung ins Leben gestartet ist. Und wir können ihm einen glücklichen Tischtennisball machen, indem wir ihm das Wertesystem geben, vorne ist gut und weiter vorne ist besser. Ja? Dann wird dieser Tischtennisball sein ganzes Leben lang nach vorne fliegen und immer glücklicher. Es sei denn, und da sehen Sie schon das Ende dieses Konzeptes, das Universum hat natürlich eine Endlichkeit. Das heißt, irgendwann wird auch selbst in dieser vollkommen artifiziellen Welt eines Tischtennisballs mit einem Wertesystem im All, dass dieses Glück ein Ende haben. Aber wahrscheinlich noch viel früher, wenn er nämlich zum Beispiel gegen einen Planeten prallt und seine Richtung ändert, wie einen Billardball auf einem Tisch. Und dann passiert was ganz Schreckliches, denn dann fliegt der Tischtennisball nach diesem Aufprall weiter, aber in eine andere Richtung und auch wieder unaufhaltsam. Aber wenn er sein Wertesystem so beibehalten hat, wie er gestartet hat, dann wird er immer unglücklicher. Und zwar auch unaufhaltsam unglücklicher. Nun haben wir dem Tischtennisball ein Wertesystem gegeben, aber keine Möglichkeit, sich selber vorzubewegen. Das ist tatsächlich bei Tischtennisbällen der Fall. Ich höre bald auf, über Tischtennisbälle zu sprechen, keine Angst. Ich habe gemerkt, dass man die Faltung damit ganz gut erklären kann. Wir machen jetzt also aus diesem Tischtennisball einen goldenen Schnatz. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Harry Potter fest ist. Ne? Also früher hat man nach Bibelfestigkeit gefragt, jetzt wäre Harry Potter gefragt hier. Also der goldene Schnatz, das ist dieser kleine Ball, der bei einem Quidditch-Spiel, einem Fußball-Handball-ähnlichen Spiel bei Harry Potter, das ganze System entscheidet. Dieser goldene Schnatz ist ein kleiner Ball, der sich selbst bewegen kann. Das machen wir jetzt aus einem Tischtennisball. Das heißt, der Tischtennisball hat jetzt nicht nur ein Wertesystem, sondern er kann auch selber entscheiden, wo er hinfliegt. Und wenn der jetzt gegen einen Planeten fliegt, dann wird er von seiner Bahn abgelenkt, aber danach wieder auf die alte Bahn zurückziehen. Und das wird er fanatischerweise tun. Würde man auch tatsächlich als ein fanatisches Verhalten klassifizieren. Aber auch da haben wir ein Problem irgendwann, weil er, wenn er in die Sonne fliegt, ist auch dieser Tischtennisball mit Eigenfortbewegung oder der goldene Schnatz am Ende. Was also, wenn wir jetzt die letzte Stufe gehen und dem Tischtennisball nicht nur ein Wertesystem geben und der Möglichkeit, sich selber fortzubewegen, sondern auch der Möglichkeit, sein Wertesystem zu ändern? Denn wenn er das Wertesystem nicht ändern, dann wird er fanatisch voranziehen, wird in Sonnen stürzen und dort sterben. Wenn er sein Wertesystem verändern kann, dann kann er plötzlich anfangen, seine gesamte Umgebung tatsächlich wahrzunehmen. Also der goldene Schnatz, wenn er Luft zum Leben bräuchte, würde er wahrscheinlich die Erde nicht verlassen, sondern würde innerhalb der Atmosphäre bleiben. Und wenn ein goldener Schnatz ist wie bei Harry Potter, dann bleibt er sogar in der Nähe des Spielfeldes, obwohl er eigentlich frei ist, sich frei zu bewegen. Und der Grund ist, weil der Sinn seiner Existenz an dieses Spiel gekoppelt ist. Das bedeutet, ebenso wie ein Vogelschwarm, der nicht ins All fliegen kann und nicht in den Ozean stürzen kann, ist dieser goldene Schnatz frei, seinen Weg selber zu suchen, sein Wertesystem selber zu suchen. Und die Frage ist, betrachten wir diesen Ball als unfrei oder betrachten wir einen Vogelschwarm als unfrei, weil er eingeschränkt ist durch Grenzen? In der Theorie dynamischer Systeme, in der sogenannten Chaostheorie oder aus der ein Teil die Chaostheorie ist, gibt es die Möglichkeit, da werden dynamische Systeme untersucht. Und diese dynamischen Systeme haben verschiedene Eigenschaften. Aber die werden dann spannend, wenn sie einen sogenannten positiven Lyapunov-Exponenten haben. Und ich werde dann nachher noch genauer darauf zurechtkommen. Ein positiver Lyapunov-Exponent bedeutet, ist ein System, was voranschreiten will, was versucht, was neue Wege sucht. Ein dynamisches System, was einen positiven Lyapunov-Exponenten hat, und keine Grenzen, hat zwei Möglichkeiten. Es kann sterben oder es kann explodieren. Und ich werde Ihnen nachher zeigen, wie ganz viele Systeme entweder sterben oder explodieren, solange sie keine Grenzen haben.
Denn wenn Sie ein dynamisches System mit einem positiven Lehrpunkt auf Exponent, ein sich entwickeln wollendes System einsperren in Grenzen, dann passiert das, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, dann entstehen sogenannte fraktale Strukturen, dann entstehen sogenannte seltsame Attraktoren, was nichts anderes bedeutet, als das System beginnt Vielfalt zu entwickeln in der Bewegung. Das Ganze klingt wie ein sehr esoterisches Konzept und ich werde Ihnen hoffentlich heute zeigen, dass das Klimasystem diese Art von Faltung der Trajektorie verlangt und werde Ihnen zeigen, dass die Menschenrechte, die Entführung der Menschenrechte eine solche Faltungsgrenze war. Und dann werde ich Ihnen zwei wilde Vorschläge machen, wo Sie nachher sagen, nee, der Levermann, das geht so nicht. Ja? Aber auf dem Weg dahin haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, denn worum es eigentlich erstmal gehen sollte, und das haben Sie ja schon gehört, ich mache seit 20 Jahren Klimaforschung und das heißt, wir sprechen jetzt auch erstmal über Klima. Warum das Ganze die Faltung heißt, muss ich noch ganz kurz erwähnen. Also Faltung ist der Pfad dieses Tischtennisballs. Wenn der Tischtennisball voranschreitet und neue Wege sucht und eine Grenze sieht, zum Beispiel einen Planeten oder eine Sonne, dann wird er, wenn er die erkennt und ein anpassungsfähiger goldener Schnatz ist, wird er seine Trajektorie falten, zurück in den Raum, aus dem er gekommen ist und neue Wege in diesem Raum finden. Und Sie können sich das vorstellen, ein System, was endlichen Raum hat, nein, was begrenzten Raum hat, aber sich stetig entwickeln will, so wie zum Beispiel man es sagen könnte, dass die Menschheit gestrickt ist, wird immer wieder neue Orte finden und damit Vielfalt in das System bringen. Fange ich mit dem Klimawandel an und das ist nochmal die Einladung dazu, dass Sie mich später alles Mögliche fragen können zum Klimawandel, auch die kritischen Sachen, auch wenn Sie glauben, Klimawandel gibt es gar nicht oder ist nicht menschengemacht, bitte alles fragen. Ich habe alle 120 Fragen zu dem Thema schon gehört und beantwortet, aber das heißt nicht, dass Sie sie nicht nochmal stellen können, denn ich wäre sehr glücklich, wenn Sie nachher fragenlos aus diesem Hörsaal gehen. Die Temperatur des Planeten steigt an, wie Sie das hinter mir sehen. Und die Temperatur des Planeten steigt an, weil wir CO2 und Methan und Lachgas in der Atmosphäre anhäufen. Im Großen und Ganzen geht es dabei ums CO2. Und wir verstehen diese Entwicklung tatsächlich aus fundamentaler Grundlagenphysik. Die Aussage, dass die Temperatur des Planeten sich erhöht, wenn Sie mehr CO2 in der Atmosphäre haben, ist nicht basierend auf Beobachtung. Sie ist nicht basierend auf Computersimulationen, sondern sie ist basierend auf dem Grundverständnis der Quantenmechanik und der Thermodynamik. Und das ist sehr, sehr wichtig für meine späteren Ausführungen, denn mit dieser Erkenntnis ist die Grenze, die uns die Natur setzt, eine absolute. Und diese Klimagrenze, die ist tatsächlich null und das werde ich kurz in kurzer Zeit noch beantworten. Aber genauso wie ein Vogelschwarm nicht ins All fliegen kann und nicht in den Ozean stürzen kann, so haben wir eine Klimagrenze, an der wir nicht vorbei können. Und lassen Sie mich ganz, ganz kurz sagen, damit Sie, wenn Sie das nächste Mal am Stammtisch sitzen oder mit jemandem von der FDP sprechen, dass Sie dieses Argument haben. Wir kennen die Emissions- und Absorptionsspektren der Moleküle CO2, CH4, Lachgas und so weiter. Das hat kein Klimaforscher sich ausgedacht. Das können Sie mit Papier und Bleistift ausrechnen oder das können Sie mit dem Computer ausrechnen. Sie wissen, was macht CO2, das Molekül CO2 mit Licht. Wir können es nicht sehen, CO2. Das bedeutet, es lässt sichtbares Licht durch. Das heißt, die Emissionsspektren und Absorptionsspektren, das sind die gleichen, sind nicht im sichtbaren Bereich. Soweit zu diesem Beweis. Die Sonne ist sehr, sehr heiß, 5000 Grad Kelvin, und strahlt damit hauptsächlich sichtbares Licht ab. Ein bisschen UV-Licht auch, aber hauptsächlich sichtbares Licht. Dieses sichtbare Licht geht durch die Atmosphäre, durch das CO2, durch das Methan, durch das Lachgas durch, wird von der Erdoberfläche aufgenommen, dadurch erwärmt sich die Erdoberfläche und mit dem sogenannten Stefan-Boltzmann-Gesetz strahlt sie Energie wieder ab. Sie generiert damit eine stabile Temperatur auf der Erde.
Diese Temperatur ist wesentlich niedriger als die der Sonne. Das haben wir alle erfahren, glaube ich, in unserem Leben. Und damit strahlt sie hauptsächlich im Infraroten ab. Wir können die Erde auch von der im Weltall sehen, deswegen wissen wir, dass sie auch im sichtbaren Licht abstrahlt, aber hauptsächlich im Infraroten. Aber da sind gerade die Emissions- und Absorptionsspektren dieser Moleküle, CO2, CH4, aber auch Wasserdampf. Und das bedeutet, dass die Energie nicht ungestört ins All raus kann, sondern aufgefangen wird von den Molekülen, wieder zurückgestrahlt wird auf die Erde. Ich mach das nicht mehr so detailliert im Rest der Veranstaltung hier, aber ich möchte, dass das einmal klar ist. Das ist der Treibhauseffekt, und dieser Treibhauseffekt bedeutet, dass Sie für jede Verdopplung des CO2 in der Atmosphäre 1,1 Grad globale Erwärmung bekommen. Das wissen wir seit Svante Arrhenius 1906, ein skandinavischer Nobelpreisträger, das erste Mal die sogenannte Klimasensitivität ausgerechnet hat. 1,1 Grad Erwärmung für jede Verdopplung des CO2 würden uns noch nicht beunruhigen. Aber was dann kommt, und dann sind wir von Max Planck rübergegangen zu Stefan Boltzmann auf der anderen Seite, was dann kommt, ist die erste Rückkopplung im Klimasystem, und die kennen Sie auch alle. Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten. Clausius-Clapeyron-Gesetz von 1834. Sehr, sehr alte Physik. Jeder Brillenträger, der im Winter nach draußen geht und die Brille beschlagen sieht, beweist dieses Gesetz aufs Neue. Das bedeutet, die wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten. Und wir wissen, dann gehen wir wieder zurück zur Quantenmechanik, wir wissen, dass dieser Wasserdampf auch ein Treibhausgas ist. Und damit bekommen Sie 3 Grad globale Erwärmung für jede Verdopplung des CO2 auf der Erde und haben keinen Computer angeschmissen und sind in keine Beobachtung gegangen, sondern haben die Physik benutzt, die Sie jeden Tag neu beweisen, wenn Sie Ihren Computer anschalten, wenn Sie Ihr Handy anschalten, nämlich die Quantenmechanik und die Thermodynamik, die Sie beim Kochen verwenden. Ja. Das ist entscheidend. Und wenn Sie das kombinieren mit der Information, dass das C, was wir gerade ausbuddeln, als Öl, Gas und Kohle, seit 100 Millionen Jahren nicht in der Atmosphäre war und entsprechend auch keine natürlichen Senken hat, nachdem wir jetzt emittiert haben, wissen Sie, dass das CO2, was wir emittieren, für praktisch immer in der Atmosphäre bleibt. Für 500 Jahre, für 5.000 Jahre. Ja, es geht ganz bisschen runter, sehr, sehr langsam runter. Aber alles, was wir für 500 Jahre auf unserer Erde verändern, das verändern wir für praktisch immer. Für alles, was uns innerhalb unserer Entscheidungszeiträume interessiert. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, egal ob bei 1,5 Grad, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart, wie die Fridays for Future fordern, bei 2 Grad, was die absolute Obergrenze ist des Pariser Klimaabkommens, bei 3,5 Grad, was wir kriegen würden, wenn wir die Klimaschutzmaßnahmen, die wir gerade bestimmt haben auf der Welt, tatsächlich durchführen würden, oder bei 5 Grad stabilisieren, was wir kriegen würden, wenn wir gar keinen Klimaschutz machen würden in diesem Jahrhundert, oder bei 10 Grad stabilisieren wollen, was wir im nächsten Jahrhundert kriegen, wenn wir weiter Kohle, Öl und Gas verbrennen. Oder selbst wenn Sie es bei 15 Grad stabilisieren wollten, was so heiß ist wie damals bei den Dinosauriern vor 100 Millionen Jahren, wo wir kein Eis mehr auf dem Planeten haben, wo wir Meeresspiegelanstieg von 70 Metern haben, wo Sie Shanghai, Kalkutta, New York und natürlich auch Hamburg dem Meer übergeben haben. Egal, wo Sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, Sie müssen auf null Emissionen. Ich rede fast nur vor Industrievertretern. Sowas hier mache ich ganz selten. Und wenn ich vor Industrievertretern rede, dann ist in diesem Moment, da rede ich nicht über den Tischtennisball, dann komme ich ziemlich schnell zu diesem Moment. Und bei diesem Moment ist dann immer, geht in den Gesichtern einmal kurz das Licht aus. Und alle denken, oh Gott, ich dachte, das wäre ein Vernünftiger. Das ist einer von den vernünftigen Klimaforschern. Jetzt sagt er null. Das ist ja das Schlimmste, was ich bis jetzt gehört habe. Das heißt ja nicht weniger, sondern null. Das ist ja viel schlimmer. Und dann brauchen wir so 30 Sekunden mit meiner Hilfe, bis die Leute verstehen, dass null viel besser ist als weniger. Weil null bedeutet, dass wir nicht weniger machen müssen, nicht weniger produzieren müssen, nicht weniger Industrievertretern können Sie nicht sagen, wir müssen weniger produzieren, sondern dass wir alles anders machen müssen. Und da geht es dann voran. Denn anders bedeutet Innovation und bedeutet, wir müssen andere Wege finden.
Und glauben Sie, ich bin schon ganz schlimm alarmistisch genannt worden. Ich bin auch ganz schlimm, so richtig abwiegelnd bin ich noch nie genannt worden. Aber glauben Sie mir, dass ich das Klimaproblem sehr, sehr ernst nehme? Aber wir müssen einmal kurz jetzt überlegen, was das Klimaproblem tatsächlich für Probleme generieren wird. Das sind drei sehr persönliche Gründe für Klimaschutz. Und wenn ich Klimaschutz sage, dann meine ich null Emissionen. Da meine ich nicht weniger, da meine ich nicht, ja, Alkohol trinken, ein bisschen ist ja nicht schlimm. Ja, also so lebe ich zumindest, also ein bisschen ist ja nicht schlimm. Bisschen mehr ist auch nicht schlimm und ganz viel ist schlimm, aber da meine ich nicht das, was die Umweltbewegung seit dem ersten Bild aus dem All, seit dem Buch von Rachel Carson, seit den Anfängen immer wieder propagiert hat, nämlich Verzicht, Reduktion, sondern ich meine Null. Und Null kann Verzicht und Reduktion bedeuten. Und ich, meine gesamte Arbeitsgruppe sind alles Vegetarier, sind alles Veganer und wir haben Verzicht und Reduktion als fundamentalen Bestandteil unseres Institutslebens und unseres Lebens selber. Ich finde es großartig, wenn Leute aus ihren Überzeugungen heraus verzichten, reduzieren, ihre Leben so einstellen, dass sie konform mit ihren Überzeugungen leben müssen. Aber für effektiven Klimaschutz brauchen wir null Emissionen in den nächsten 20 Jahren und das bedeutet, wir brauchen 90% der Bevölkerung, die mitmachen. In den letzten 30, 40 Jahren haben wir 5%, 10% immer wieder hoch und runter, dann ist mal Fukushima, dann ist mal 25% für 2 Wochen. Wir kommen nicht auf die 90%. Was ich gerne machen würde, ist, ich möchte Ihnen zeigen, dass wir das Klimaproblem lösen können in dem jetzigen System, dass wir aber mit der Lösung des Klimaproblems, und ich rede völlig frei, ich schwank in der Welt rum gerade, ich hoffe, Sie merken, dass es, dass es irgendwo eine Linie gibt, aber wir kommen wieder zurück, das werde Ihnen zeigen, dass wir das Klimaproblem in diesem System lösen können, dass aber die Lösung des Klimaproblems uns hoffentlich in eine Richtung bringt, die uns auch erlaubt, weit andere Probleme, die wir gerade gesellschaftlich haben, inklusive des Nachhaltigkeitsproblems, aber nicht nur des Nachhaltigkeitsproblems, sondern auch der Ungleichheit, der wachsenden Ungleichheit in der Gesellschaft, auf der Welt und so weiter, dass wir die auch damit mit ähnlichem Denken in den Griff kriegen können. Aber lassen Sie uns zurückkommen zu den drei sehr persönlichen Gründen, Klimaschutz zu betreiben. Und ich hoffe, Sie folgen mir da ein kleines bisschen. Das erste ist Meeresspiegelanstieg. Meeresspiegelanstieg ist eine ikonische Folge des Klimawandels. Die Physik ist sehr, sehr einfach. Warmes Wasser, also Ozeanwasser dehnt sich aus, wenn es warm wird. Eis schmilzt, wenn es warm wird. Meeresspiegel steigt also an. Der Meeresspiegelanstieg, vor dem muss man nicht Angst haben, vor allem nicht in Berlin, aber vor dem muss man nicht Angst haben, selbst wenn man in Niedersachsen ist, so wie ich vor kurzem das war. Ich sage immer ein bisschen flapsig und das ist tatsächlich flapsig und auch tatsächlich extra provokant. Vor Meeresspiegelanstieg muss man keine Angst haben. Wenn man nicht dumm ist, stirbt man nicht vor Meeresspiegelanstieg. Das ist nicht so gemeint. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir werden uns zurückziehen und Gebiete aufgeben. Sie sehen hier hinter mir unsere Berechnung für den Weltklimarat, dass Sie pro Grad Erwärmung 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg kriegen. In den letzten 100 Jahren haben wir 20 Zentimeter beobachtet. In diesem Jahrhundert wird es 1 Meter. Aber wir haben schon 1,2 Grad globale Erwärmung verursacht. Das heißt, wir werden wenigstens 2,5 Meter bekommen. Und wenn wir das Pariser Klimaabkommen mit den 2 Grad einhalten, werden wir wenigstens 5 Meter bekommen. Und dann ist Hamburg ganz nah am Wasser gebaut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe Herrn Scholz damals gesagt, wenn man das Pariser Klimaabkommen aufgibt, gibt man Hamburg auf. Und das ist tatsächlich auch wahr. Shanghai, Kalkutta, New York. 1/5 des Weltkulturerbes der UNESCO ist unter Wasser bei 3 Grad. Das kann aber nicht der einzige Grund sein, die gesamte Weltwirtschaft von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare zu transferieren. Denn das ist, worum es geht. Ja? Wir haben mittlerweile
das Gefühl bekommen, viele Leute haben das Gefühl bekommen, das Klimaproblem zu lösen ist ein umfassendes Problem und wir müssen unsere gesamte Lebensweise verändern. Und ich möchte auch niemandem widersprechen, der das glaubt und der das möchte. Und es gibt gute Gründe, unsere Lebensweise zu ändern. Und insbesondere kann jeder Einzelne seine Lebensweise ändern. Aber wir reden hier von Null Emissionen weltweit. Das heißt, jedes Argument, was Sie liefern, was Sie für den Klimaschutz anbringen, muss in Indien gelten, in Brasilien, in China, in Südafrika. Ein nächstes Argument, und das wird schon wesentlich handfester, sind die wirtschaftlichen Schäden. Das muss einen nicht interessieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass bei 1,5 Grad Erwärmung alle Korallenriffe der Welt tot sind. Das werden wir auf jeden Fall machen oder werden wir auf jeden Fall erreichen. Und dann haben wir alle Korallenriffe der Welt getötet. Wir werden auch auf jeden Fall die Arktis, den Nordpol, eisfrei bekommen im Sommer. Das wird in den nächsten 20 Jahren passieren. Das sind lauter großskalige Veränderungen, mit denen wir Ökosysteme attackieren, verändern, global unseren Planeten verändern. Das machen wir alles. Und das können gute Gründe sein, Klimaschutz zu betreiben. Mein privater, persönlicher Grund ist es, der Kulturerbe sind die Wirtschaftsschäden, die ich jetzt als nächstes sage. Und das dritte, der Kollaps unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates. Das sind die drei Punkte. Und lassen Sie mich ganz kurz über die wirtschaftlichen Schäden reden. Wenn wir über Klimaschutz reden und Klimawandel reden und Wirtschaft, dann denken die Leute ganz oft an Zerstörung. Ein Hurricane hat Florida zerstört, ein Taifun ist in Taiwan, in Thailand eingefallen. Aber diese Zerstörung durch Wetterextreme ist tatsächlich im Allgemeinen gut fürs Bruttosozialprodukt. Das ist die perverse Art, mit der wir Erfolg messen. Wenn Sie was zerstören und es danach wieder aufbauen, haben Sie Gewinn gemacht. Ja, was wir aber gefunden haben, und die Stanford University hat damit 2015 angefangen und wir haben jetzt letztes Jahr die Coverseite von Nature bekommen mit unserer Studie zu dem Thema. Wir finden, dass wir, wenn wir in die Vergangenheit, die letzten 40 Jahre gucken, dass tatsächlich Wetter Einfluss aufs Wirtschaftswachstum hatte. Und das häufig negativen. Das heißt, wenn wir projizieren, was diese Veränderungen, wie die Wetterveränderungen sich in der Zukunft entwickeln, dann finden wir, dass der Klimawandel uns derart wirtschaftlich schaden wird, dass die Kosten, die entstehen dadurch, dass sie Klimaschutz betreiben, verschwinden gering werden dagegen. Man kann das auch ein bisschen halbwissenschaftlicher aufmalen. Da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das Grüne sind die Kosten, wenn Sie Klimaschutz betreiben und unter einer bestimmten Temperaturschranke bleiben wollen. Das Schwarze sind die Klimaschäden und das Rote ist die Summe der beiden. Und das zeigt uns ganz einfach, und das ist das, was Sie mitnehmen können, die politische Entscheidung des Pariser Klimaabkommens, unter 2 Grad zu bleiben, ist auch die ökonomisch, die volkswirtschaftlich sinnvolle Grenze für die Erwärmung. Aber der eigentliche Grund sind die Wetterextreme tatsächlich. Ich habe 2010 in der FAZ einen Artikel geschrieben, in dem ich diesen Gedanken das erste Mal formuliert habe, und dann nochmal im Guardian 2014 wiederholt. Ich bin davon, das, was uns eigentlich trifft durch Klimawandel, sind eine Zunahme von Wetterextremen. Das ist eine Ahrtalüberschwemmung, eine Elbeflut, eine Dürre in Brandenburg, die Waldbrände in Kanada, die Überschwemmung in anderen Gebieten der Erde, die Hitzewelle in Indien letztes Jahr und so weiter. Und die große Frage ist, ab welchem Zeitpunkt kommen die Wetterextreme so intensiv und so schnell, dass wir keine Zeit mehr haben, dazwischen aufzuräumen. Und wenn dieses Feuerwerk der Wetterextreme auf ein fragiles Gesellschaftssystem trifft, ist die große Frage, wo ist das Limit unserer Anpassungsfähigkeit? Das ist eine These und Sie merken schon, das ist keine Physik mehr, sondern das ist tatsächlich nur eine These von mir. Das ist mein persönlicher Hauptgrund. Und Sie können sich das hier zum Beispiel anschauen, das ist der Sommer in Europa. Und das ist die sogenannte Gauss-Verteilung, die haben Sie früher auf dem 10-Mark-Schein gesehen. Das ist der normale Sommer in Europa und das war ein sehr, sehr kalter Sommer in der Vergangenheit und das war ein sehr warmer Sommer. Außerhalb der dritten Standardabweichung einer Gauss-Verteilung bedeutet, das war ein Jahrhundertsommer.
Und jetzt schauen Sie sich nur die Entwicklung an, die wir beobachtet haben. Keine Projektion in die Zukunft, sondern nur die Vergangenheit. Und achten Sie auf die Häufigkeit eines Jahrhundertsommers. Diese Häufigkeit steigt nicht einfach mit der globalen Mitteltemperatur langsam an, sondern die steigt quadratisch exponentiell an, weil diese Gauss-Verteilung quadratisch exponentiell ansteigt. Wir beobachten das. Wir hatten eine Hitzewelle 2003 in Europa, 60.000 Tote, die zusätzlich da waren. Wir hatten wieder eine Hitzewelle. Wir hatten letztes Jahr, das ist wieder die Schätzung, 60.000 Tote. Wir haben in Australien hat die Skala seiner Wettervorhersage schon verändert. Indien hatte letztes Jahr eine Hitzewelle mit 1,2 Milliarden Menschen. Die große Frage ist, wie viel von diesen Einschlägen können wir vertragen. Sie sehen hier hinter mir die Todeszahlen in Europa und das Rote, sehen Sie nur klein, ist das Covid-Jahr 2020 und das Blaue war die Hitzewelle 2003. Ich bin theoretischer Physiker, mit Zahlen habe ich es nicht so. Die Anzahl von sogenannten Jahrhundertereignissen, Temperaturrekorden hat um einen Faktor 90 zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Die Anzahl der Starkniederschlagsereignisse und die Heftigkeit der Starkniederschlagsereignisse nimmt genauso zu. Das liegt daran, dass wir mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben, in der wärmeren Atmosphäre. Sie haben hier, das habe ich schon erwähnt, das Clausius-Clapeyron-Gesetz von 1834. Das sage ich so oft in einem Vortrag, bis das irgendwann jeder weiß, auch wenn es überhaupt keine Relevanz für ihr Leben hat. Aber das ist ein starkes Gesetz. Und auch da sehen wir, die Starkniederschlagsereignisse, die Überschwemmungsereignisse nehmen signifikant schon in der Vergangenheit zu. Der Jetstream gibt eine ganze neue Palette von Wetterextremen, die wir haben. Aber ich möchte gar nicht weitergehen, was diesen Klimaanteil des Vortrags angeht. Ich will noch einmal kurz andeuten, dass wir haben 2018 eine Situation gehabt, wo dieser Jetstream die sogenannte Wellenzahl 7 hatte. Das sehen Sie hier hinter mir, einmal um den Globus 7 von diesen Wellenbergen. Was dann passiert ist, dass dieser Jetstream, und wir müssen da gar nicht reingehen, was das genau ist, aber dass der dann von den Rocky Mountains festgehalten wird und sie dann eine Dürre gleichzeitig in allen drei Kornkammern der Erde haben. Im mittleren Westen der USA, in Europa und in der Ukraine, in Russland. Wenn Sie wollen und wenn Sie mich lassen, kann ich darüber viele, viele Stunden reden. Und das lassen wir jetzt. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, wenn wir das verhindern wollen, und die Staatengemeinschaft hat das erste Mal 1992 in Rio de Janeiro beschlossen, dass wir gefährlichen Klimawandel vermeiden, dann müssen wir auf Null Emissionen. Und jetzt ist die große, große Frage, und das ist das, was mir von jungen Generationen sehr, sehr häufig entgegenkommt und auch mit Recht entgegenkommt. Wir haben noch nie ein Wirtschaftswachstum ohne fossile Energieträger gesehen, noch kein signifikantes. Wenn Sie sich die Kurven angucken für das Wirtschaftswachstum auf der rechten Seite, aber auch für den Ressourcenverbrauch, egal ob von irgendwelchen Materialien oder von Energie und so weiter, haben Sie immer diese Kurve. Seit der industriellen Revolution steigen all diese Dinge exponentiell an. Und die Frage ist vollkommen gerechtfertigt, können wir uns Wirtschaftswachstum noch leisten? Kann man auf einem endlichen Planeten unendlich wachsen? Schon diese Aussage, wenn sie so geframed ist, legt sehr, sehr nahe, dass das nicht möglich ist. Und gleichzeitig müssen wir die Frage stellen, können wir es uns erlauben, kein Wirtschaftswachstum mehr haben? Denn wir sind ja noch nicht fertig. Sie können nach Indien gehen, Sie können nach China gehen, Sie können nach Afrika gehen. Wir haben noch nicht den Wohlstand erreicht auf der Erde, der uns tatsächlich erlaubt zu sagen, wir sind fertig. Fertig sind wir noch nicht. Wir brauchen Entwicklung. Und natürlich ist die erste Antwort Umverteilung, selbstverständlich. Aber ich kann nicht in die Tiefe gehen, was die ganzen Probleme angeht, die damit assoziiert sind. Das Klimaproblem muss in den nächsten 20 Jahren gelöst werden. Und in diesen nächsten 20 Jahren, also in meinen letzten 20 Jahren, haben wir das Umverteilungsproblem, haben wir die Armut und die Unterschiede in der Welt gesehen und nicht
signifikant verändert. Das heißt, die Frage, die auch gleichzeitig im Raum steht, ist, können wir es uns erlauben, kein Wirtschaftswachstum zu haben? Und das bringt uns zu diesem Dilemma. Endlicher Planet, unendliches Wachstum, ist es möglich? Und ich habe es hier schon angefangen, etwas anders zu nennen, nämlich unaufhörliche Entwicklung. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir Wirtschaftswachstum nicht aufgeben sollten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es eine Motivation liefert, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen und zur Gesellschaft beizutragen. Und ich habe Sorge, dass wenn wir diese Motivation wegnehmen, dass es dann nicht klappt. Das muss nicht stimmen. Manche haben da andere Auffassung zu. Aber lassen Sie mich kurz erläutern, warum ich glaube, dass trotzdem unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten möglich ist. Und die erste Frage, die Sie sich stellen können, ist, wie viele Zahlen gibt es zwischen 0 und 1? Es ist offensichtlich ein endlicher Raum. Es ist ja kleiner als 2 und auch nicht negativ. Aber selbstverständlich gibt es unendlich viele Zahlen im endlichen Raum. Ja. Und das ist die Lösung. Shakespeare hat gesagt, I could be bound in a nutshell and still call myself the king of infinite space. Ich habe das frei übersetzt, im Internet gab es eine Übersetzung, aber die fand ich nicht gut. Ich könnte in einer Nussschale gefangen sein und mich doch als König unendlicher Weiten fühlen. Das ist dieses Konzept der Faltung, FAZ-Artikel, bald das Buch, jetzt schon genug mit Werbung. Lassen Sie uns starten mit der Frage, was wächst denn da eigentlich, wenn Wirtschaft wächst? Und Sie müssen verstehen, ich rede vor sehr diversen, Publikum und gelegentlich sind Ökonomen dabei, häufiger sind Ökonomen dabei und dann muss ich so reden und dann sind Literaturwissenschaftler dabei, dann muss ich anders reden, das habe ich noch nie gemacht. Und dann sind Physiker dabei und Chemiker, noch schlimmer. So geht es weiter. Aber bleiben Sie kurz bei mir. Was wächst denn da eigentlich? Also ursprünglich ist das Wirtschaftswachstum nur eine Manifestation eines Phänomens, was auf einer Mikroskala existiert, nämlich der Wunsch, das Versprechen, dass es der nächsten Generation besser geht als der jetzigen. Wirtschaftswachstum bedeutet, dass mein Leben am Ende, dass ich etwas erschaffe über mein Leben hinweg, was am Ende mehr ist als vorher und ich damit in die nächste Generation, dass es der nächsten Generation besser geht. Mittlerweile glaubt die nächste Generation nicht mehr, dass es ihr besser gehen wird als ihren Eltern, zumindest in Deutschland nicht, zumindest in meiner Informationsbubble nicht. Und das liegt daran, weil wir unsere Erde zerstören, weil wir das Klima erwärmen, aber nicht nur das Klima erwärmen. Das heißt, wir fangen langsam an, durch dieses Wirtschaftswachstum, weil wir es gekoppelt haben mit Zerstörung, dieses Versprechen aufzubrauchen. Aber im Prinzip ist das der Motor unserer Gesellschaft. Und ich habe Angst, diesen Motor wegzubringen. Wenn wir in der Akademie sind, dann haben Leute andere Motivationen. Ich zum Beispiel mache meinen Job nicht wegen des Geldes und das finde ich auch, bin ich auch nicht besonders stolz drauf, aber das ist einfach so, ja. Aber die Leute, die morgens um 4 aufstehen, um bei mir den Müll wegzubringen, die machen das wahrscheinlich unter anderem wegen des Geldes. Das können sie trotzdem gerne machen, aber ohne Bezahlung wäre das schwierig. Ja. Das heißt, wenn wir uns klar wird, was da wächst, dann ist das erstmal einfach nur eine Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft für die Dienstleistung, die ich vollbringe. Das wird nicht immer mit dem Markt entschieden, sonst würden Krankenschwestern mehr verdienen als Immobilienmakler. Aber es war ursprünglich der Gedanke, dass das Geld, was man bekommt, die Wertschätzung für die Leistung in der Gesellschaft ist. Und ich zum Beispiel, wenn das ohne Geld wäre, das schwierig. Weil, also zum Bäcker zu gehen und sagen, ich rechne Ihnen was vor für 2 Brötchen, hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ich habe es auch noch nicht versucht, aber ich glaube, das klappt nicht. Aber wenn es tatsächlich diese Wertschätzung ist, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das weiter wächst oder nicht. Das große Problem ist, dass es verbunden ist mit einer Zerstörung unseres Planeten, mit einem Ressourcenabbau und mit der Endlichkeit der Ressourcen, der Gemeinschaftsgüter, die wir haben, Atmosphäre, Ozean und Land.
Und lassen Sie mich kurz nochmal das Bild vom Anfang zeigen. Das ist so ein System, was versucht, immer voranzukommen, aber in einem endlichen Raum eingefangen ist. Und ich habe dieses System mal aufgeschrieben als Plausibelmachung dessen, was ich glaube, nein, also nicht wirklich, also nicht, das, nicht was ich wirklich glaube, aber was, wenn ich mir überlege, wie die neue Generation ihre Musikrichtung aussucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin im falschen Terrain dafür. Also unter Physikern funktioniert das fantastisch, aber unter Leuten, die was mit Kultur, was von Kultur verstehen, funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Also, was diese Kurve mathematisch macht, ist, sie erinnert sich an ihre Vergangenheit und versucht, einen neuen Ort zu finden. Möglichst weit weg von dem, was schon da ist. Und gleichzeitig versucht sie, im endlichen Raum zu bleiben. Muss sie im endlichen Raum bleiben, weil sie die Grenze kennt. Und was dadurch entsteht, ist tatsächlich, das ist deswegen ist es, heißt es Faltung, eine gefaltete Trajektorie. Was passiert, wenn wir in einem System, und wenn wir mal annehmen, dass unsere Gesellschaft so ein System ist, was stetig versucht voranzukommen und dass wir auch dieses Vorankommen meinetwegen mit Geld honorieren und dass wir dieses Vorankommen auch tatsächlich als in einer Wertschätzung in der Gesellschaft widerspiegeln. Was passiert, wenn Sie diesem System eine Grenze geben? Ich möchte Ihnen jetzt 7 Faltungsgrenzen vorstellen. Teile davon haben wir schon in der Vergangenheit gesehen und möchte dann Sie einladen, darüber nachzudenken, was dann passiert ist, als diese Faltungsgrenzen eingeführt wurden. Die erste Faltungsgrenze, nicht die erste, eine der ersten war die Einführung von Privateigentum. Da können Sie sich fragen, das ist ja ein Recht, warum ist das eine Grenze? Naja, die Einführung von Privateigentum war die Grenze für die Mächtigen. Wenn etwas jemandem gehört, darf ich es nicht wegnehmen. Egal, ob ich ein kleiner Knecht bin und eine Ziege und einen Quadratmeter Land habe, der König darf mir dieses nicht wegnehmen, weil es meins ist. Das heißt, eine Einschränkung der Macht der Mächtigen. Das nächste Beispiel ist die Einführung der Menschenrechte. Wieder eine Beschränkung, eine Grenze für das, was ein Mensch dem anderen antun darf und eine ganze Reihe von anderen Beschränkungen zusätzlich. All men are created equal in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung waren damals tatsächlich auch nur Männer und auch nur weiße Männer. Und wir haben 250 Jahre gebraucht, um da anzukommen, wo wir jetzt sind, und wir sind noch lange nicht angekommen, aber wir haben angefangen, wir haben diese Grenze als eine visionäre Grenze etabliert, haben uns darauf verständigt, dass diese Grenze sinnvoll ist und haben dann angefangen, unser Wertesystem nach und nach langsam so zu verändern, dass wir mit dieser Grenze nicht kollabieren. Tatsächlich bei den Menschenrechten sind wir ständig drüber gewesen. Zwischendurch haben wir auch gedacht, wir sind nicht drüber und haben dann gemerkt, ach, gleichgeschlechtliche Ehe, das ist ja vielleicht doch mit den Menschenrechten nicht vereinbar, die zu verbieten, und sind dann zurückgegangen hinter diese Grenze auf den Bereich, in den Bereich, den wir für gut erachten. Was ich damit sagen möchte, ist, diese Grenzen kann man visionär setzen und kann dann nach und nach immer mehr verstehen, was sie denn eigentlich bedeuten. Ich mache jetzt einen sehr, sehr großen Schritt, damit wir wieder zur Realität von heute noch stärker zurückkommen und sage Ihnen, der europäische Emissionshandel ist so eine Faltungsgrenze. Denn der europäische Emissionshandel macht Folgendes. Er gibt alle 5 Jahre Emissionsrechte raus an die europäische Industrie und sagt, ihr müsst früher wurden die verschenkt, heute werden die verkauft, werden die versteigert. Ihr müsst Emissionsrechte haben, um CO2 emittieren zu dürfen. Es wird in der Medien immer so diskutiert, als würde man CO2 einen Preis geben. Und das ist tatsächlich auch der Fall, denn man kann diese Emissionsrechte handeln. Aber da diese Emissionsrechte vorgeschriebenerweise und transparenterweise nach und nach immer verringert werden und mittlerweile seit ein paar Wochen auch klar ist, dass sie auf 0 verringert werden, weil die Europäische Union nämlich versprochen hat, und das war CDU-Mitglied von der Leyen, dass wir 2045 auf 0 Emissionen in Europa sind, genauso wie die USA 2045 das sein wollen, haben wir mittlerweile diese Emissionsrechtmenge auf 0 fortgeschrieben in die Zukunft. Und damit ist das nichts anderes als ein Verbot.
Nämlich, wenn wir auf Null sind, dürfen wir kein CO2 mehr emittieren. Und diese Bepreisung zwischendurch ist nur ein Krückstock für die Wirtschaft, eine Hilfe für die Wirtschaft, das, was in der Zukunft in 20 Jahren passiert, jetzt schon mal in den Wettbewerb einbauen zu können. Genauso wie wenn man ein Heizungsgesetz verabschiedet, weil man sagt, in 20 Jahren dürft ihr keine Gasheizung mehr haben. Also verbieten wir euch das jetzt schon mal, die einzubauen. Das war sehr nett von Herrn Habeck, das sage ich mal ganz einfach. Ja, egal, was für eine Presse er bekommen hat, aber das ist ein sehr, sehr sinnvoller Gedanke gewesen. Und der entscheidende Unterschied gegenüber dem, was bisher in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik häufig passiert ist, ist, es ist kein Mikromanagement. Denn der große Unterschied zwischen dem Konzept der Faltung und einem Mikromanagement in dem Sinne, ich gebe euch Regeln vor, wie ihr zu leben habt, ist genau dieser Unterschied. Das eine gibt die Lösung vor und das andere gibt vor, was man nicht mehr darf. Ich werde häufig während der Vorträge oder nach den Vorträgen gefragt, heißt das nicht, dass wir auf Null Emissionen müssen? Heißt das nicht, dass wir neu definieren müssen, was Wohlstand bedeutet? Heißt das nicht, dass wir neu definieren müssen, was uns glücklich macht? Und dann ist die natürliche Antwort ja, aber ich kann das niemandem vorschreiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie eigentlich glücklich macht. Ich kann Ihnen nicht sagen, und das wird häufig versucht, ist es nicht viel besser, Fahrrad zu fahren, als Auto zu fahren? Macht dich das nicht viel glücklicher, das zu tun? Nein, das kann ich nicht, kann mich niemandem vorschreiben. Ich kann das selber empfinden, aber ich kann das nicht vorschreiben. Was ich aber vorschreiben kann, ist zu sagen, du darfst meine Atmosphäre nicht vergiften. Das heißt, Grenzen einzuziehen, und zwar sehr wenige und transparente Grenzen einzuziehen, ist vollkommen legitim. Was dann entsteht in einer sich bewegenden Gesellschaft, ist etwas, was auch der FDP, was auch freiheitlich denkenden Menschen gefallen muss. Denn diese Grenzen einzuziehen sind nicht das Ende der Freiheit, sondern es bedeutet, dass die Gesellschaft sich neu orientiert und lernt, mit dieser Grenze zu leben. Wir führen diese Grenzen nicht ein, weil wir Spaß haben, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass Folter, dass Todesstrafe nicht erlaubt sein sollen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass die globale Erwärmung limitiert werden muss. Die nächste Grenze, die kommen muss, ist selbstverständlich ein Plastikverbot. Plastik überlebt alle Menschen über Jahrhunderte bis Jahrtausende. Und die Leute, wenn sie das Wort Plastikverbot hören, schreien auf und sagen, was für eine furchtbare Gängelung der Wirtschaft. Nein, wir müssen ebenso wie beim Emissionshandel eine Grenze einführen, die können wir auch in die Zukunft setzen. Wir müssen dann auf diesem Weg den Leuten dabei helfen, diese Grenze langsam zunehmend zu spüren, aber sie muss transparent gesetzt werden. Denn wenn Sie jetzt in die Antarktis gehen, die Antarktis ist ein Kontinent, der ist so groß wie Nordamerika von Mexiko bis Kanada, ist um den Südpol herum und da darf niemand hin, außer erforscht. Nur Forscher dürfen die Antarktis, das ist das Antarctic Treaty. Die Antarktis wird geschützt vom Rest des Planeten die größte Ozeanströmung der Welt, den Antarctic Circumpolar Current, und in der Atmosphäre von der größten Windzirkulation der Welt. Und trotzdem, wenn Sie in der Antarktis Neuschnee angucken, ist da Mikroplastik drin. Wir werden nicht drumherum kommen, Plastik zu verbieten. Und was wird dann passieren? Die Gesellschaft wird diese Grenze erkennen und wird neue Wege finden. Vielleicht sind diese Wege Verringerung von Verpackung, aber vor allen Dingen werden das technologische und Verhaltensveränderungen sein, die wir erkennen, die wir vernünftig finden und die dann erlauben, dass wir diese Grenze einhalten. Und schlussendlich, und das ist tatsächlich etwas, wo ich ganz fest im Raum stehe mit dieser Aussage, das eine, was tatsächlich nicht möglich ist, im Gegensatz zu unendlichem Wirtschaftswachstum, ist unendlicher Ressourcenabbau auf einem endlichen Planeten. Selbstverständlich, und das ist eine ganz eindeutige, klare Wahrheit, müssen wir irgendwann aufhören, und zwar vollständig aufhören, Rohstoffe abzubauen.
Und was das bedeutet, und früher hieß das so süß in den 70ern, 80ern, Cradle to Cradle, das bedeutet, wir können nur noch Materialien verwenden, die wir bereits verwendet haben oder die nachwachsen. Sehr, sehr simpel. Das Einzige, was auf diesem Planeten jeden Tag neu hinzukommt, ist Sonnenenergie. Und hier können Sie vielleicht am ehesten sehen, was diese Faltung bedeutet. Wir werden irgendwann diese Grenze einführen. Wir werden irgendwann sagen, es gibt keinen Abbau von Rohstoffen mehr. Und was wird dann passieren? Sie werden anfangen, die Dinge so zu produzieren, dass Sie sie recyceln können. Vielleicht werden Sie auch Produkte machen, die länger halten, dafür teurer sind, dass wir die Sachen langfristig abzahlen können. Das klingt alles wie Utopie, aber es ist eine sehr, sehr starke Grenze. Und genauso wie wir vor 30 Jahren uns nicht vorstellen konnten, mal so, wie wir jetzt über den Klimawandel sprechen, so werden wir in vielleicht nochmal 20 Jahren über diese Grenze sprechen. Und jetzt wird es tatsächlich wild und da bitte ich jetzt schon mal um Verzeihung. Jetzt geht es nicht mehr um Physik. Wahrscheinlich haben Sie es bis jetzt schon wild gefunden, aber jetzt geht es tatsächlich weiter. Wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt in demokratischen Staaten, dass der Souverän in diesem Staat die Bevölkerung ist. Und das bedeutet implizit, dass wir haben ein Primat der Politik über der Wirtschaft. Wenn Sie aber Firmen haben, die mit der Einführung 1995 der WTO-Welthandelsabkommens und seitdem so groß gewachsen sind, dass sie in die Größenordnung mit ihrem Umsatz und ihrem Gewinn in die Größenordnung von Haushalten von Ländern kommen, dann wird dieser Souverän in Frage gestellt. Wir haben bei uns natürlich zusätzlich das Problem, und das müssen wir besprechen, das bespreche ich auch sehr gerne, dass wir immer die Sorge haben, dass Firmen abwandern mit ihrer Produktion in andere Länder. Das ist auch mit der Globalisierung verstärkt worden. Aber wenn Sie sagen, dass das ein Problem ist, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Gesellschaft eine weitere Grenze einführt und sagt, kein Unternehmen darf in einem Land mächtiger werden als der Staat, in dem es operiert. Und was Sie dann machen können, Sie können auf den Gedanken kommen, dass Sie die Unternehmenssteuer asymptotisch auf 100% steigern lassen. In den 70er Jahren, in den 80er Jahren hatten wir in Amerika 70%, in Europa auch 70-80% in verschiedenen Ländern. Was passiert denn dann? Keiner bezahlt 70%. Sondern was passiert ist, diese Grenze müsste sehr, sehr weit oben sein. Ne? Die müsste im Bereich des Staatshaushaltes sein. Nicht irgendwie kleine, mittlere, nicht mal große Unternehmen, sondern Megakonzerne, Amazon, Google und so weiter. Die Firmen wachsen und wenn sie in die Nähe dieser Grenze kommen, gibt es einfach einen Anreiz der Unternehmenseigner, sich aufzusplitten. Nicht diese Firma zu eliminieren oder dem Staat zuzuführen oder irgendetwas, sondern es gibt einfach nur, genauso wie es jetzt einen Anreiz gibt, mehr Macht zu akkumulieren, zu fusionieren, gibt es dann einen zusätzlichen Anreiz, ab einer gewissen Unternehmensgröße einfach sich in zwei Unternehmen aufzusplitten. Was passiert dann? Sie generieren zusätzliche Vielfalt auf dem Markt. Das, was die Kartellämter schon jetzt beauftragt sind zu tun. Der kleine Unterschied ist, dass sie das als Teil des dynamischen Systems etabliert haben. Die Kartellämter machen das außerhalb des Systems. Die entscheiden das in Einzelfallentscheidungen. Und die letzte Unternehmenssplittung, die passiert ist in den Vereinigten Staaten, war das Telekommunikationsunternehmen AT&T. Und dieser Aufsplittungsprozess hat 10 Jahre gedauert. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat der Präsident der Bundeskartellbehörde gesagt, nach 10 Jahren Untersuchungen haben wir gefunden, dass Google eine Monopolstellung hat. Jetzt können wir was machen. Ja, ich will die Leute nicht diffamieren, darum geht es überhaupt nicht. Das Problem ist, wenn Sie Einzelfallentscheidungen haben, die in Amerika durch den Kongress müssen und in Deutschland durch eine Kartellbehörde passiert werden, dann ist es nicht Teil des dynamischen Systems, sondern Sie haben Lobbyarbeit, Sie haben juristische Arbeit von der
Firmenseite her, die das versucht zu verhindern. Die Prozesse sind langwierig. Wenn Sie Teil des dynamischen Systems werden, dann bekommen Sie ein Aufsplitten der Firmen in Unterfirmen, die dann in Konkurrenz stehen mit kleineren Firmen, die gewachsen sind. Die Kartellämter machen die Monopole, haben ihren Auftrag primär aus ökonomischen Gründen, nicht so sehr um die Demokratie zu schützen, sondern um den Wettbewerb zu gewährleisten. Und jetzt geht es weiter, das ist die letzte Faltungsgrenze und dann hören wir auch auf, dann habe ich schon viel zu lange geredet. Wir haben uns irgendwann mal entschieden, dass wir im Prinzip gleiche Rechte in der Gesellschaft haben sollten. Das heißt, vor Gericht und bei der Wahl haben alle die gleichen Rechte. Das ist auch im Großen und Ganzen der Fall. Aber rein praktisch ist es nicht der Fall, wenn Sie mit großem Reichtum operieren, dann können Sie, haben Sie andere Einflussmöglichkeiten auf die Politik und auch bei der Wahl. Ich bin davon überzeugt, dass es in Deutschland noch relativ begrenzt ist. In den Vereinigten Staaten ist es relativ offensichtlich nicht mehr der Fall. Dort sind Spendengelder direkt gekoppelt mit den Wählerstimmen, die gewonnen werden. Und auch der Nachrichtensender Fox von Rupert Murdoch hat einen ganz klaren Auftrag, die Politik zu beeinflussen. Das heißt, wenn Sie als Einzelperson sehr reich sind, dann haben Sie andere Möglichkeiten vor dem Gesetz und auch in der politischen Landschaft. Und man könnte auf den Gedanken kommen, so wie die Schweizer das vor kurzem gemacht haben. Die Schweizer haben einen Gesetzentwurf abgestimmt, dass sie gesagt haben, in einer Firma darf das Verhältnis von dem niedrigsten und dem höchsten Einkommen nicht größer als 12 sein. Anders ausgedrückt, niemand darf in einem Monat so mehr verdienen als der andere im ganzen Jahr. Das finde ich relativ sportlich. Das wurde auch abgelehnt, weil das tatsächlich eine sehr scharfe Grenze ist. Aber lassen Sie uns einmal kurz, und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über Skalen reden. Das geht tatsächlich nicht um Prinzipien, sondern um Skalen. Lassen Sie uns mal kurz überlegen, was passieren würde, wenn niemand in einem Jahr mehr verdienen dürfte als der andere im ganzen Leben. Das heißt, wir machen den Unterschied zwischen dem niedrigsten Einkommen in der Gesellschaft und dem höchsten Faktor 100. Lassen Sie uns nur einmal kurz durchdenken, was dann passiert, ja? Bevor wir Sozialismus rufen. Das bedeutet, dass wenn wir ein Mindesteinkommen im Jahr von 20.000 haben, ich weiß, meine Studenten kriegen weniger, aber sagen wir mal so eine runde Zahl, 20.000 im Jahr als Minimumeinkommen, dann heißt das, das höchste Einkommen, Nettoeinkommen in der Gesellschaft könnte 2 Millionen pro Jahr sein. Und versuchen Sie sich vorzustellen, ob Sie irgendjemanden kennen, der netto 2 Millionen im Jahr dazu verdient. Ich glaube, ich kenne ein paar, aber nicht viele. Ja? Wenn wir das machen würden, dann würden wir eine Sache verhindern, und das ist, was ich ganz gerne den sogenannten Herrschaftsturm nenne. Das, was wir jetzt gerade haben in Deutschland, ist, wir haben eine Einkommensstruktur, die einen sogenannten Gini-Koeffizienten von 0,3 hat. Ein Gini-Koeffizient misst die Ungleichheit in der Gesellschaft. Und einen Gini-Koeffizienten von 0,3 bekämen Sie zum Beispiel in folgender Situation, wenn eine Person in Deutschland 1 Euro kriegt, ein zweiter 2, ein dritter 3 und so weiter, bis sie bei 45 Millionen sind, denn das ist die Menge der Erwerbstätigen in Deutschland. Das heißt, eine Person kriegt 45 Millionen. Das wäre so eine sogenannte, ich würde das Einkommenspyramide nennen. Jedes Einkommen ist einmal vertreten. Mit dieser Pyramide bekommen Sie einen Gini-Koeffizienten von 0,3. Sie bekommen den gleichen Gini-Koeffizienten, gleiche Ungleichheit, in folgender Situation, wenn alle 10.000 Euro kriegen und 45 Leute 5 Milliarden. Und ich glaube, dass wir in manchen Ländern, potenziell in Deutschland, aber in anderen Ländern näher an dieser zweiten Verteilung sind als an der Pyramide. Wenn Sie Michael Bloomberg, Demokrat, Bloomberg Medien Enterprise, hat ein Jahreseinkommen von 6 Milliarden. Wenn Sie die Pyramide, in der der unterste 20.000 kriegt und der oberste 2 Millionen, wenn Sie die aufmalen, dann sieht die so aus. Wenn Sie jetzt die 2 Milliarden, der kriegt 6 Milliarden, aber da sind wir mal großzügig, 2 Milliarden darauf bauen, dann geht diese Pyramide auf eine Ebene runter und die 2 Milliarden sind da. Das heißt, für Michael Bloomberg,
Für Elon Musk, für Jeff Bezos ist es kein Unterschied, ob sie 20.000 im Jahr verdienen oder 2 Millionen. Sie sind gleich arm. Für uns ist es ein großer Unterschied. Und was wir machen, ist, wir gucken nach oben und sagen, 2 Millionen ist unendlich weit weg und 6 Milliarden auch. Aber das ist nicht das Gleiche. Und das Einzige, wogegen das hier ein Mittel sein soll, ist gegen die Explosion, das exponentielle Wachstum innerhalb einer Generation von Einkommen und damit ein Loslösen aus der Gesellschaft, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir können da jetzt lange drüber reden, aber meiner Auffassung nach es soll keine Hatz gegen die Superreichen sein. Es gibt viele Superreiche, die sagen, sie wollen besteuert werden, bla bla bla, ist mir alles egal. Was ich sagen will, ist, ich glaube, es ist ungesund, wenn wir diesen Turm in unserer Gesellschaft haben. Ungesund für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie. Und natürlich müssen wir das auch über die Generationen hin verhindern. Manchmal ist der Wachstum nicht wie bei Jeff Bezos und Elon Musk innerhalb von einer Generation passiert, sondern über die Generationen hin gegeben. Also was wäre, wenn Sie maximal 2 Millionen an eine Person vererben dürften? Wenn Sie diese Kombination zusammenbringen. Ich lade Sie einfach mal ein, denken Sie über diese Konstellation einmal nach. Für die meisten von uns, also ich habe nicht 2 Millionen zu vererben, die meisten haben das nicht. Wenn Sie zufällig 4 Millionen zu vererben haben und in der Konstellation mit dem Einkommen, was ich vorhin genannt habe, könnten Sie ja in 50 Arbeitsjahren 100 Millionen anhäufen mit den 2 Millionen, die Sie jedes Jahr verdient haben, dann können Sie das immer noch vererben. Das geht nicht an den Staat, Sie können es nur nicht an eine Person vererben, um zu gewährleisten, dass jeder mit einigermaßen ähnlichen Randbedingungen in diese Welt startet. Ich glaube, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die E-Funktionen, die Exponentialfunktionen langsam angefangen haben, uns zu überrennen. Exponentialfunktionen, Selbstverstärkungsphänomene sprengen jede Grenze, die gesetzt wird, es sei denn, man enforce sie. Und wir sind gerade dabei, das zu spüren. Und ich glaube, dass das unsere Gesellschaft auseinanderreißt. Und damit sind wir endlich am Ende. Viel zu lang geredet. Und ich bin gespannt, was Sie sagen. Danke. Ja, ganz großen Dank für den instruktiven Vortrag und vor allen Dingen aber auch für die Einladung, Löcher in Ihren Bauch zu fragen, so viel Sie wollen. Das Theater ist offen. Ich habe einige Fragen auch schon mitgebracht und hoffe, dass es uns auch gelingt, Sie noch ein wenig zu überraschen, auch wenn Sie das in Abrede gestellt haben. Das, was ich jetzt an Ihrem Vortrag vor allen Dingen bestechend fand, wir haben überhaupt keinen Dissens in der Sache, abgesehen davon, dass ich weniger talentiert bin, politische Notwendigkeiten physikalisch zu begründen. Mir scheint es trotzdem so zu sein, dass Ihre Argumentation auf der Voraussetzung aufruht, dass es uns gelingt, alle Leute davon zu überzeugen, Gemeinwohlinteressen vor Privatinteressen zu stellen. Und das, was wir in der letzten Woche bei Felix Maschewski und Anna-Verena Nosdorf, die schönerweise auch heute Abend hier sind, gelernt haben, ist, dass die Musks und Bezos und Zuckerbergs genau daran nicht interessiert sind. Und dass auch die Partei der FDP Freiheit sagt und Egoismus meint. Und das sind nicht die einzigen Leute, die das vertreten. Also insofern wäre für mich die Frage, wie umgehen damit. Und das ist auch eine Frage an die Systemtheorie, die Ihrem Modell zugrunde legt. Denn mir ist aufgefallen, dass Sie sehr häufig von System gesprochen haben. Zu Beginn des Vortrags dachte ich, Sie beziehen sich dabei vor allen Dingen auf das Erdsystem als einen physikalischen Zusammenhang. Dann habe ich gelernt, das soziale System ist damit eingerechnet. Und ich wusste nicht, ob Sie den Systembegriff vor allen Dingen auf die deutsche Gesellschaft als eine spezifische beziehen oder auf eine Weltgesellschaft. Das ist selbst unter Systemtheoretikern umstritten, ob man hier von einem System im Singular sprechen kann. Aber welche Chancen hat ein System Gesellschaft, wenn man einpreisen muss, dass ausgerechnet die reichsten Leute sich von dem Gemeinwohl dispensieren? Welche Chance haben dann die anderen, Vernunft walten zu lassen und sich so sehr zu falten, dass ich mich, danke für das Shakespeare-Zitat, immer noch als
König fühlen kann, wenn ich auch in einer Nussschale sitze. Denn man könnte das Zitat ja auch pessimistisch deuten. Es ist dann eine Frage der Fantasie, die man entwickelt, um die beengten Verhältnisse trotzdem noch schön zu finden. Ja, also tatsächlich ist, hat die Physik und die Mathematik haben auch, vor allem die Physik hat den Begriff des Systems auch und hat es sehr, sehr einfach gemacht. Deswegen, ich bin da auch ständig hin und her gesprungen, weil das System ist immer das, was uns gerade interessiert. Das heißt, das, was wir besprechen und das, was wir beschreiben, und das hat immer ein Außen und ein Innen und Das ist die tatsächliche Unterscheidung. Das heißt, manchmal habe ich das Klimasystem genannt, manchmal die Gesellschaft in Deutschland, manchmal die Gesellschaft außen. Aber um mein Game of Thrones-Zitat, also meine gesamte Bildung kommt aus Subkultur. Also Game of Thrones ist das schon die obere Ecke. Game of Thrones da kam irgendwann, also ich paraphrasiere, well, and then we realized that we are the many and you are the few. Ja, also ich muss nicht Elon Musk überzeugen, dass er das gut findet. Aber das Entscheidende, und da starten wir halt beim Klimawandel, die Klimaschutzbewegungen haben ganz, ganz lange und tun das im Großen und Ganzen auch jetzt noch darauf gedrungen, dass jeder Einzelne das über so weit überzeugt sein muss, dass er oder sie sein persönliches Leben ändert. Und ich... Also über diese Sachen können wir ganz, ganz, ganz viel reden, denn ich muss Ihnen sagen, ich kann das nicht von Leuten verlangen. Und zwar, selbst bei mir ist es so, dass ich habe ein sehr privilegiertes Leben und Klima ist zentral in meinem Leben, aber auch ich stelle mich nicht 2 Stunden vor einem Supermarktregal, um zu überlegen, was das Beste ist, was ich da machen kann, weil diese 2 Stunden wahrscheinlich anders besser gemacht sind. Ich glaube, in Deutschland schon gar nicht kann ich das verlangen von einem alleinerziehenden Vater in Marzahn oder einem Kleinbauern in Indien. Das bedeutet, was ich aber tun kann, ist, ich kann von jedem verlangen, zu sagen, das Klimaproblem muss gelöst werden. Und jemand, der sich hinstellt und sagt, ich will das Klimaproblem nicht lösen, der ist raus. Seit 70 Jahren haben wir in der Bundesrepublik einen Konsens, dass Arbeitslosigkeit niedrig sein muss. Kein Politiker wird gewählt, der sagt, ich will die Arbeitslosigkeit erhöhen. Genauso müssen wir es beim Klimawandel haben. Das Problem muss gelöst werden. Und was ich den Leuten sagen möchte, ist, wir müssen dahin gehen, dass egal, was ich im Supermarkt kaufe, es muss CO2-neutral sein irgendwann. Und das und woher mein Strom kommt, das hat bis jetzt auch niemanden interessiert. Und seit wir über Klimaschutz reden, interessiert das plötzlich alle. Ja? Wir können dieses Problem mit so einer Grenze lösen. Und wir sind gerade dabei, das zu lösen. Ja, ich bin relativ optimistisch, dass wir das lösen. Es wird sein wie alles. Wir werden es so gerade nicht schaffen. Also wir werden so gerade über die, egal. Also irgendwie sowas wird das sein. Aber wir brauchen nicht die Opfergabe jedes Einzelnen. Wir brauchen die Überzeugung, dass es gelöst werden muss und dann die entsprechende Wahl und die entsprechenden Einflussmöglichkeiten, das zu tun. Und also man muss kein selbstloser Mensch sein, um zu sagen, ich möchte, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und genauso müssen wir aufhören, Angst zu haben vor diesen Grenzen, von denen wir rational wissen, dass sie richtig sind. Ich würde noch eine Grenze hinzufügen, die ich nicht zusätzlich darauf schreibe, weil sie sozusagen die Grenze aller Grenzen, die Faltungsgrenze der Faltungsgrenzen ist. Und das ist eine Verallgemeinerung des Lieferkettengesetzes. Was halten Sie denn von dem Gedanken, dass man in einem Land nur das verkaufen darf, was mit den Grundgesetzen des Landes konform ist? Das ist doch, also ich finde es furchtbar, dass ich ein iPhone habe oder einen Samsung und mich jedes Mal schlecht fühlen muss, weil ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen das produziert wurde. Ich kann nicht einkaufen in Deutschland oder sagen wir nur, außer ich mache das zu meinem Hauptberuf, ohne Dinge zu verletzen, die ich eigentlich zentral finde. Also in meinem Freundeskreis, in meiner Umgebung leiden da quasi alle drunter, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie Kontrolle darüber haben, dass sie die Menschenrechte, dass sie Grundrechte, die sie eigentlich für richtig halten, einhalten, wenn sie einfach in diesem Land leben. Ja? Und ich denke, dass wir mit diesen wenigen Grenzen tatsächlich wieder dahin kommen könnten.
Es sind tatsächlich eine Handvoll, es ist nicht viel, dass wir da hinkommen könnten, dass man sagt, okay, ich kann hier meinem Leben, ich kann den Dingen nachstreben, die ich eigentlich machen möchte, Literatur, Physik oder irgendwas, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie ich einkaufe und wie ich einkaufe schlussendlich. Ja. Sorry, ich antworte immer so lange, das liegt daran, weil ich denke. Ich schaue erwartungsvoll in die Runde, tatsächlich regen sich schon die ersten Finger und zwar im ersten Rund. Ich glaube, Sie haben an erster Stelle aufgezeigt. Ja, vielen Dank. Sie haben ja versucht, vieles hineinzubringen. Ein Punkt, also wenn ich mir zwei Sachen erlauben darf, das große Übel ist ja, dass das Geld, also die Welt regiert. Ja, und es gab ja mal die schöne Losung, global denken, lokal handeln. Und nun haben wir ja in der Politik leider das Prinzip, dass wir sagen, also kommt zu uns, stärkt uns wirtschaftlich und damit meinen wir hier unseren zivilisierten, hochentwickelten Westen. Ja, und wir nehmen keine Rücksicht auf die Länder, wo die Leute herkommen. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Und das zweite Punkt mit dem CO2, also wenn wir die Erdentwicklung sehen, gab es ja mal eine Phase, wo viel mehr CO2 in der Luft war als jetzt. Und dann gab es ein Erdzeitalter, wo dank der Vegetation das alles wieder zurückgeholt wurde. Also es ist nicht so, wie Sie sagen, dass einmal das CO2, was einmal in der Atmosphäre ist, dass das da bleibt. Also das kann auch wieder durch Vegetation wieder sozusagen wieder gebunden werden. Das zweite ist leichter zu beantworten als das erste. Aber ich habe ja schon angekündigt, ich habe eine Antwort auf alles, das ist ganz schlimm. Ich bin ja Klimaphysiker, die Klimageschichte können wir echt saugut. Ja? Und was wir haben ist, wir hatten das sogenannte Faint Young Sun Paradox. Früher war die Erde die Sonne war schwächer, aber die Erde war wärmer als heute. Das lag daran, weil mehr CO2 in der Atmosphäre war. Und dieses CO2 ist nach und nach, das kommt immer durch Vulkane raus, und durch, wenn keine Menschen zugegen sind, und durch Verwitterung am Gestein wird es ausgetragen. Das hat über Jahrmilliarden dazu geführt, dass nach und nach die Erde abgekühlt ist, bis vor etwa 2 Millionen Jahren die Erde so kühl war, dass sie Eiszeitzyklen entwickelt hat. Vor zwei Millionen Jahren war es offensichtlich noch keine Menschen zugegen, die in irgendeiner Form da eingegriffen haben, sondern diese Eiszeitzyklen sind ganz einfach von der Änderung der Sonneneinstrahlung gekommen. Nicht dadurch, dass mehr oder weniger Sonne auf die Erde gekommen ist, sondern einfach nur dadurch, dass die Erdachse sich gedreht hat. Und die hat so eine Präzisionssache, eine Obliquity. Und dadurch passiert es, dass irgendwann der Sommer so kalt ist, dass der Schnee, der im Winter gefallen ist, auf der Nordhemisphäre nicht mehr schmilzt. Und dann entsteht eine Eiszeit. Und dann geht das irgendwann wieder zurück und dann entsteht die Warmzeit. Und das war ein 100.000 Jahre Zyklus. Wir sind seit 10.000 Jahren, also, und in diesen 2 Millionen Jahren war das CO2 nie höher als jetzt. Ja, wichtig. So, und wir sind aus diesen 2 Millionen Jahren schon raus. Wir sind seit 10.000 Jahren in einer Warmzeit. Das sind die 10.000 Jahre, in der unsere gesamte Zivilisation, da können Sie nach China gehen oder nach Südamerika, unsere gesamte Zivilisation entstanden ist. Vorher nicht. Ja? Das heißt, wir haben wahrscheinlich dieses stabile Klima der Warmzeit des Holozäns gebraucht. Und die nächste Eiszeit käme in 50.000 Jahren. Aber durch unseren CO2-Ausstoß haben wir die wahrscheinlich schon verhindert. Das nur einfach, um Ihnen die Dimension klar zu machen. Erstens dessen, wie gut wir diesen Kohlenstoffzyklus verstehen und dass das nicht richtig ist, was Sie gesagt haben. Und zweitens, dass wir tatsächlich geologisch auf diesem Planeten einwirken. Und Sie können sich Ihr privates Lieblingsthema hernehmen, ob es Ihnen das Kulturerbe ist, ob es der Fakt ist, dass wir das ewige Eis an beiden Polen wegschmelzen, nämlich das im Norden wir werden kein ewiges Eis am Nordpol mehr haben in 20 Jahren, oder ob es Ihnen die Wirtschaftsschäden sind oder die Wetterextreme und der Kollaps unserer Gesellschaft. Sie können sich hernehmen, was Sie wollen. Ich brauche das nur, um zu sagen, wir müssen auf Null Emissionen. Und das Nächste, was Sie gesagt haben,
ist die Umverteilung. Nicht? Also ist so ein bisschen die Frage, können wir überhaupt noch ein kapitalistisches System haben? Und ich habe da viel darüber nachgedacht und ich kann auch verstehen, wenn Leute das anders sehen, aber ich glaube an dieses Anreizsystem, was der Markt liefert. Ich glaube nur, dass man diesen Anreiz in Grenzen halten muss. In dem Sinne, und da bin ich quasi konform mit Ihnen, dass Geld nicht zu viel, zu eine große Rolle in der Gesellschaft spielt. Und ich glaube, dass wenn wir diese Grenzen einführen, dass wir sagen, ja, wir erlauben ein Anreizsystem. Man kann 2 Millionen im Jahr verdienen. Man kann sich aber auch entscheiden, bei 20.000 zu bleiben. Das heißt, dazwischen wird man entsprechend der Leistung für die Gesellschaft entlohnt. Aber wir erlauben nicht, dass Leute ausbrechen aus der Gesellschaft, dass wir dann eine Möglichkeit haben. Und in dem ganzen Rahmen wird es ein Abfließen und einen Wettbewerb zwischen den Ländern uns geben. Und das muss tatsächlich auch erlaubt sein. Das macht auch vielen Leuten Probleme, dass Arbeitnehmer in Deutschland in Konkurrenz stehen mit Arbeitnehmern in China. Das ist ein großes Problem. Das müssen wir aber erlauben, wenn wir in irgendeiner Form einen Ausgleich zwischen den Ländern, zwischen dem Reichtum auf der Welt haben wollen. Was wir nicht erlauben müssen, und da fällt dieses Lieferkettengesetz wieder rein, wir müssen nicht erlauben, dass die Leute dort schlecht behandelt werden oder unter inakzeptablen Arbeitsbedingungen arbeiten. Viel zu lange, ich weiß schon. Ja, gut, großen Dank für den Vortrag und für den Versuch, sehr viel Pessimismus mit so viel Optimismus vorzubringen, was ich durchaus zustimmend meine. Ich würde jetzt gerne eine persönliche Frage stellen. Sie kennen vielleicht auch einen Ihrer Kollegen, Mujib Latif, Meteorologe und Klimaforscher, der bei seinen letzten Auftritten, also wo er sich auch öffentlich geäußert hat, mehr und mehr verzweifelt war. Und diese Verzweiflung stand in der Rhetorik und im Gesicht. Und diese Verzweiflung bezog sich darauf, dass er, wie er meinte, zeitlebens gegen eine Lobby von Energiekonzernen gekämpft haben, die nicht nur in der Zerstörung der Umwelt einen hohen Profit machten, sondern zugleich damit beschäftigt waren, die Wissenschaft selbst zu zerstören. Also mit dem, was man heute Junk Sciences nennt, mit dem, was man die Produktion von Zweifeln durch zweifelhafte Gutachten nennt und so fort. Ich denke, dieser Prozess ist noch längst nicht am Ende angelangt. Das wäre jetzt die persönliche Seite der Frage. Also teilen Sie einen gewissen Verzweiflungskoeffizienten dieser Art, wie man eben auch an Ihren Kollegen durchaus erkennen kann. Der zweite Punkt betrifft noch einmal, und Sie haben dafür auch ein paar Adressen genannt, dass man womöglich Feindschaftserklärungen ernst nehmen muss. Wenn man jetzt auch in der aktuellen Politik erkennt, dass neue Feindschaftserklärungen gegen grüne Politik von der AfD, von der FDP, von der Union deklariert wird, dann ist man doch in einer gewissen Weise aufgerufen, diese Feindschaftserklärungen tatsächlich ernst zu nehmen. Also das wäre die Frage, wie sich eigentlich auch ein Wissenschaftssystem angesichts dieser doch überaus überraschenden Breitseite angesichts auch der Szenarien, die Sie selbst vorgeführt haben, im Augenblick feststellen kann. Und natürlich würde ich an dem Punkt nochmal Ihre Antwort aufgreifen, aber auf die letzte Frage. Man wird zwangsläufig nicht umhin können, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass das kapitalistische Wirtschaften seit 200 Jahren exakt in diese Situation geführt hat. Ja. Also es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht erzählen kann, auch wenn ich schon überzogen habe. Und der zentrale Punkt hierbei sind die sogenannten Selbstverstärkungen, die im Zentrum von kapitalistischem Wirtschaftssystem existieren. Und zwar, das bedeutet einfach, wenn Sie mehr bekommen, wenn Sie schon mehr haben. Das ist ganz banal, das ist mehr Hasenbabys. Also mehr Hasen heißt mehr Hasenbabys. Ja? Und das führt immer zu einem sogenannten exponentiellen Anstieg. Und wenn Sie sich das einmal angucken als Grafik, dann sehen Sie, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Ganze zu einer Explosion wird. Tatsächlich funktionieren auch so Explosionen, sowohl konventionelle als auch Atombomben. Und Sie können gegen diese Sachen nicht mit linearen, mit sanften Methoden entgegenkommen. Sie können entweder eine andere Explosion dagegen stellen.
Das ist das, was man versucht, wenn in Ökosystemen das Beute und Jäger sich im Gleichgewicht halten. Das ist das, was die Leute hoffen, was im Wirtschaftssystem passiert, wenn Wettbewerb gegen Wettbewerb steht. Aber sobald einer von den Wettbewerbern eine gewisse Grenze überschritten hat, gibt es keine Konkurrenz mehr und das exponentielle Wachstum entsteht. Wenn Sie sich angucken, was innerhalb von einer Generation gerade explodiert ist, dann ist das alles explodiert in Bereichen, wo es noch keine Konkurrenz gab. Bezos mit Amazon, Tesla, da können wir gerne drüber reden, auch Mujib und ich sind sehr, also Automobilindustrie in Deutschland, großer Spaß, können wir gerne drüber reden, aber das heißt, Sie haben überall dieses exponentielle Wachstum. Teile die Verzweiflung genauso wie Mujib und Stefan Rahmstorff, John Schellenhuber, wir sind alles eine Gang quasi. Ich glaube, also nur mal anekdotisch jetzt, ich habe so viel vor Automobilindustrie gesprochen in den letzten 20 Jahren und es war pure Ideologie, die Elektrifizierung verhindert hat. Es ist pure Ideologie. Also auf unserer Seite wurde die Ideologie vorgeworfen, die Ökos kommen, die Klima. Das andere war pure Ökologie und jetzt ist es aufgebrochen damit. Mein Optimismus nährt sich daraus, dass momentan einfach diese ökonomischen Lock-in-Effekte aufgebrochen werden und wir es eben nicht mehr zur Abstimmung stellen bei jedem Einzelnen die ganze Zeit, jeden Tag, sondern wir haben einmal gefragt, wollt ihr unter 2 Grad globaler Erwärmung bleiben? 195 Länder haben gesagt, ja. Jetzt hat Europa, USA, China heimlich, aber trotzdem, alle haben Null-Emissionsszenarien. Das wird gemacht, indem man einfach erneuerbare Energien macht. Der Strom kommt einfach von einer anderen Quelle, aber genauso aus der Steckdose. Und wir haben bestimmte Bereiche, die noch nicht geknackt sind. Wir wissen noch nicht, wie man fliegt. Wir wissen noch nicht, wie man Aluminium macht, Hochöfen und sowas. Das braucht viel Power. Aber die meisten oder viele, viele Bereiche, dafür haben wir eine Lösung und die muss jetzt durchgeführt werden. Und je mehr Leute damit Geld verdienen, dieses durchzuführen, desto mehr wird es von alleine voranziehen. Das kann man naiv finden. Es ist viel zu spät. Wir wissen, klimaphysikalisch wissen wir nicht mehr, als wir vor 20 Jahren wussten. Ja. Was jetzt neu ist, ist, dass uns das System gerade um die Ohren fliegt. Wir haben die Ahrtalüberschwemmung, aber wir haben ja sowas die ganze Zeit. Ja. Das ist das, was ich meine mit dem Feuerwerk der Wetterextreme. Und das ist tatsächlich das, was uns Sorgen macht. Erik Porath. Ja, auch vielen Dank für den anregenden Vortrag. Bei den 7 Faltungen haben Sie den Eigentumsbegriff in einer äußerst positiven Weise hier eingeführt. Ich denke an die Misere auf dem Wohnungsmarkt. Die Mieten steigen. Es gibt aber nur eine begrenzte Ressource Boden. Und einige, die sich damit besser auskennen als ich, sagen, wir kommen aus dieser Misere nicht anders heraus, als dass wir darüber nachdenken müssen, ob Boden nicht eigentlich ein Commons sein müsste, ein Eigentum der Allgemeinheit und nicht veräußert werden dürfte an Privatpersonen bzw. Konzerne. Das ist die erste Frage. Was sagen Sie zu der Problematik? Und die zweite Frage bezieht sich eigentlich auf dieses Stichwort Anreizsystem. Ich bin mir nicht sicher, ob die Anthropologie, die Sie da eigentlich dahinter haben, woraus Sie die nehmen. Pascal hat ja mal gesagt, alles Unglück in der Welt kommt dadurch zustande, dass der Mensch nicht in seiner Kammer mit dem Hintern auf dem Stuhl sitzen bleibt. Also, es gibt offenbar ein Interesse, etwas zu tun. Und ich bin nicht vollkommen davon überzeugt, dass ohne ein Anreizsystem und was das genau heißt, die Menschen verlottern, liegen bleiben, sitzen bleiben, was auch immer. Das verstehe ich vollkommen. Ich glaube tatsächlich, also
also ich vermute wir beide, aber ich vermute auch noch mehr in diesem Raum, machen das, was sie tun, tatsächlich aus einem vollkommen anderen Anreiz heraus als um Geld. Und ich habe das ja schon angedeutet, ich glaube aber, dass es Dinge gibt, die wir machen müssen auf der Welt, die man nicht gerne macht und die man nicht macht aus einem puren, aus einer selbstlosen, aus einem Anreiz, ohne Anreiz. Ich glaube, dafür brauchen wir das. Das kann man debattieren, das verstehe ich, aber ich habe einfach nicht den Mut zu sagen, ich lasse das Geld weg und hoffe, dass die Leute es trotzdem machen. Das ist das ist der Punkt. Aber da habe ich keine Expertise. Das ist nur meine Einstellung. Das war die letzte Frage. Ne? Was war das erste nochmal ganz gut? Eigentum. Ah ja. Also ja, ich habe Eigentum positiv eingeführt, einfach weil ich dachte, ach, also ich, wie gesagt, ich rede ja meistens vor Leuten, die mehr FDP wählen als Grüne. Deswegen ist das ein guter Start. Aber was Sie beschreiben mit dem Immobilienmarkt ist tatsächlich, glaube ich, fundamentaler, als man es denkt. Und wahrscheinlich denken Sie das auch ähnlich fundamental. Also wenn ich in New York ein asiatisches Essen aus so einem Wagen kaufe, dann kostet es mittlerweile $10. Ging auch mal 5, aber jetzt sind es 10. Wenn ich mich hinsetze nebenan auf der gleichen Straße und das gleiche Gericht kriege, dann muss ich wenigstens, komme ich unter $50 nicht, stehe ich nicht auf. Dieses Geld ist natürlich ein bisschen besseres Essen wahrscheinlich und so, das bringt mir auch ein Kellner, aber das Geld fließt nicht in den Kellner und auch nicht in das Essen, sondern es fließt in die Immobilien. Und damit haben Sie, was die Ökonomen eine Rente nennen. Eine Rente ist im Immobilien oder im Ökonomischen eine Leistung, die Sie bekommen, ohne eine Leistung zu erbringen. Also Geld, was Sie bekommen, ohne eine Leistung zu erbringen. Und das ist genauso eine Selbstverstärkung. Nämlich, je mehr Geld Sie haben, desto mehr bekommen Sie dazu. Und das führt zu einer E-Funktion. Und Sie können sehr, sehr schön sehen, dass wir zum Beispiel, wenn Sie 3% Wirtschaftswachstum haben, dann heißt das, innerhalb von 30 Jahren haben Sie das Ganze mehr als verdoppelt. Ja? Wenn Sie 3% Inflation haben, haben Sie es in 30 Jahren halbiert. Das heißt, ein Anreiz, Sie müssen mehr schaffen, um Ihren Kindern das Gleiche zu vererben, was Sie mal am Anfang hatten. Ja? Ich glaube, der Immobilienmarkt ist ein perfektes Beispiel und tatsächlich ein sehr fundamentales Beispiel, weil er die gesamte Lebenshaltungskosten in der Stadt oder mittlerweile ja nicht nur in den Städten, nach oben zieht. Und das ist das Entscheidende. Und ich habe gehört, ich soll das nicht mehr benutzen, weil die Metapher nicht funktioniert. Aber vielleicht funktioniert ja doch bei mir innerlich funktioniert sie. Ich sage immer, das zur Seite wegfließen des Geldes, das muss erlaubt sein. Das hat mir Peter Unfried von der Taz erzählt, dass das ja auch passiert. Aber was wir, nämlich das Geld zu ärmeren Leuten fließt und das uns auch nicht mehr zur Verfügung steht, dieses Geld, nämlich die Produktion in China und so weiter. Aber wo das Geld wirklich verloren geht, ist, und das ist meine Überzeugung, in diesen Herrschaftsturm. Das geht es ist halt, deswegen müssen wir immer über Skalen reden und nicht über prinzipielle Dinge, sondern die Skalen gehören zu den prinzipiellen Aussagen dazu. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob Sie Ihren Kindern das Haus vererben, in dem Sie aufgewachsen sind, oder ob Sie den Kindern ein Mehrfamilienhaus in New York vererben. Das ist nicht prinzipiell das Gleiche, sondern das ist prinzipiell was Unterschiedliches. Weil das Mehrfamilienhaus in New York bedeutet, dass diese Kinder nie wieder arbeiten müssen, sondern dass sie aus einem Stock, den sie haben, stetig ziehen können, das heißt eine Rente bekommen von vornherein und damit aus dem Anreizsystem, aus der Gesellschaft raus sind von vornherein. Ja? Und das ist das zum Thema Immobilienmarkt. Ich glaube, der ist sehr fundamental. Tatsächlich ist nicht das einzige Problem, wo Renten existieren. Aber also wenn Sie einen Börsenhandel haben, dann haben Sie, wenn Sie im Nanosekundenbereich handeln können, dann passiert in einer Nanosekunde so viel wie sonst in 900 Jahren Wirtschaftswachstum mit 3%. Das heißt, Sie haben faktisch in den Aktienmarkt sowas wie eine Atombombe eingeführt, weil die Atombombe tatsächlich genau die gleiche Zeitskala hat, nämlich Nanosekunden wie der Nanosekundenhandel im Fast Trading. Ja. Wir können da, ja. So, die Diskussionsdynamik folgt Faltungen, die ich von unten jetzt auch nicht mehr komplett überblicken kann, aber ich sehe, das Mikrofon wandert auch autonom. So, ja, bitte. Genau. Also ich finde Ihre Forderungen sehr gut und auch
irgendwo pragmatisch, würde ich sagen. Im Prinzip ist ja die Eingrenzung des Kapitalismus eine sozialdemokratische oder ordoliberale vielleicht sogar Forderung, die es ja schon länger gibt. Also das ist ja jetzt an sich nicht wirklich was vollkommen Neues. Und meine Frage wäre, was Sie so optimistisch macht, dass diese Forderungen innerhalb des Kapitalismus Anklang finden können und durchgesetzt werden. Weil wir sehen ja schon allein auf nationaler Ebene, dass das seit Jahrhunderten, oder was heißt seit Jahrhunderten, also seit 150 Jahren, nicht funktioniert. Und das liegt meiner Meinung nach, und ich bin kein Politikwissenschaftler oder Ökonom, aber meiner Meinung nach liegt es halt daran, dass genau dieselbe Profitlogik, die Sie als Anreizmodell darstellen, dazu führt, dass Ihre Forderungen nicht durchgesetzt werden. Weil es geht ja dabei nicht einfach nur um die Maximierung von irgendeiner Zahl auf dem Laptop oder so, sondern es geht um die Maximierung von der Verfügbarkeit über andere Menschen. So würde ich das sehen. Von daher wäre meine Frage, beißt sich da die Katze nicht irgendwo wieder in den Schwanz? Naja, also es gibt ein paar Änderungen. Und zwar ist es wirklich, ich weiß nicht, ob ich das so klar gemacht habe, aber wahrscheinlich schon, die Faltung lebt von der Freiheit innerhalb dieser Grenzen. Und da gibt es ein ganzes Extra-Kapitel in diesem Buch dazu, dass das die beste Suchmaschine ist der Welt. Also der Wissenschaftsbetrieb funktioniert zum Beispiel nach einer Faltung. Sie sind eingeschränkt in den Gesetzmäßigkeiten, die die Natur ihnen vorgibt, aber innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten völlig frei. Und dadurch finden Wissenschaftler Dinge, die kein Ministerium ihnen vorgeschrieben hat, zu finden. Ja, es gibt Auftragsforschung, die sagt, rechne mir mal das Klimaszenario der nächsten 100 Jahre aus. Das kriegen wir Forschungsgelder, das machen wir, fertig. Ist ungefähr so kreativ wie, also gar nicht. Und dann gibt es aber zum Beispiel der Mensch, der gefunden hat, dass die Westantarktis instabil werden kann. Der hat das nicht gefunden, weil ihm das irgendjemand gesagt hat, sondern der hat einfach drauf geguckt und gesagt, ups. Ja. Das ist ein entscheidender Aspekt und daher ziehe ich auch meinen Optimismus, weil we are the many and they are the few. Wenn Sie die Grenze bei 2 Millionen Jahreseinkommen ziehen, und ich glaube tatsächlich, da ist das Problem. Es geht nicht um einen Kampf von Arm gegen Reich. Es muss sein, dass ich glaube, es ist nichts falsch daran, reich werden zu können innerhalb einer Generation durch seine Leistungen. Aber die Kinder sollten in einem Bereich wieder anfangen, wo sie Leute, die nicht reich geboren sind, wie zum Beispiel ich, das in einer endlichen Zeit erreichen können, damit wir innerhalb einer Gesellschaft bleiben. Und die großen Probleme entstehen gerade durch die Türme und durch dieses explosionsartige Anwachsen in bestimmten Bereichen. Und wenn wir, deswegen, ich bin da ein bisschen optimistisch, das ist natürlich naiv und das ist auch eine visionäre Forderung, würde ich es nicht mal nennen. Also ich weiß, dass das jetzt als Forderung rüberkommt. Ich nenne das Gedankenexperimente, die Leute vielleicht mitgehen könnten. Aber ich glaube tatsächlich, dass alle diese Dinge, die meisten Menschen gerne wollen, wie zum Beispiel einen Wettbewerb dadurch und die Vielfalt, die wir zum Beispiel auch in unserer Produktpalette bekommen im Vergleich zu einer Planwirtschaft, dass sie das wollen, dass das verstärkt wird dadurch, weil wir tatsächlich durch eine Faltung der Unternehmensstruktur mehr Wettbewerb bekommen. Nach der Zerschlagung von AT&T gab es mehr Wettbewerb im Telekommunikationsbereich. Der ganze Gedanke dafür, Antitrust, also Kartellämtern, ist, den Wettbewerb zu verstärken. Genauso glaube ich, dass wir uns fundamental darauf geeinigt haben, dass jeder die gleichen Rechte haben sollte und deswegen sollte es keine Multimilliardäre geben. Ja? Und es sind nur ein paar. Die schaffen wir. Ja. Ich habe Lothar Müllers Hand gesehen und dann eine Etage höher auch noch, glaube ich, eine weibliche. Die ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne an was anknüpfen, was in Josef Vogels Frage anklang, der ja darauf verwiesen hat, dass mit dem wachsenden Wissen etwa über den Klimawandel auch sowas einhergegangen ist wie eine Bewegung, die man nennen könnte Skepsis. Skepsis gegen die jeweiligen Einsichten der Klimaforschung oder auch viele andere Einsichten, die sozusagen zu dem gehören, was Sie jetzt vorgetragen haben.
Und da würde mich die Frage interessieren, wie sehen Sie langfristig eigentlich die Aufgabe Ihrer eigenen Disziplin? Also wo ist deren Einsatzpunkt oder gewissermaßen deren sinnvollster Einsatzpunkt in der öffentlichen Debatte? Der Klimaforscher? Ja, der Klimaforschung. Also Sie sind theoretischer Physiker und Klimaforscher. Genau. Und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, argumentieren Sie im Prinzip immer so, Sie gehen in alle gesellschaftlichen Bereiche rein, Sie gehen zu den Leuten, die Autos bauen, Sie gehen in die FDP-Fraktion und so und erklären denen die Lage. Das ist gewissermaßen die Diagnose. Und diese Diagnose enthält sowas wie eine Prognose, die was mit Dringlichkeit zu tun hat. Und in dem, was Josef eben gesagt hat, steckt, glaube ich, eine Erfahrung, die wir alle in den letzten 10 Jahren gemacht haben, dass es die Evidenz des Klimawandels gewissermaßen als Ressource, die immer von selber nachwächst, nicht gibt. Es ist nicht wahr, dass alle in Deutschland, nur weil im Ahrtal eine Katastrophe war oder weil die Nachrichten von Indien berichten, tatsächlich davon überzeugt sind, dass es diesen Klimawandel gibt. Sondern sie stoßen bei Wählerbefragungen, sie stoßen jedenfalls auch bei vielen AfD-Wählern auf dieses Modell der Skepsis. Also die Skepsis gegenüber den politischen Eliten schließt sozusagen die Skepsis gegenüber den wissenschaftlichen Eliten ein. Und da wäre gewissermaßen meine Idealvorstellung Ihrer Profession wäre, Sie sind die schnelle Eingreiftruppe, die gegen diese Skepsis anarbeitet. Und das machen Sie primär in Ihrem eigenen engsten Forschungsbereich. Und Sie geben den Staffelstab immer da ab, wo der zu Ende ist und wo dann die Sozialpolitiker irgendwie was ausrechnen müssen, die Leute, die irgendwie sich im Mietmarkt auskennen, die Leute, die wissen, wie man Lieferkettengesetze durch Parlamente bringt und so weiter. Also es würde der deutschen Gesellschaft gewissermaßen schon sehr viel und strategisch damit geholfen sein, wenn gewissermaßen Sie und Ihre Kollegen als eine ständig greifbare, mobile Einsatztruppe überall da auftreten, wo dieses Phänomen entsteht, dass die scheinbare Evidenz des Klimawandels mit dem einfachen Argument der natürlichen Skepsis von Menschen beantwortet wird, die gesagt haben, ich habe den da oben schon immer nicht getraut. Und ob die mir jetzt das Sozialpolitische da verordnen oder ob die mir irgendwie den Klimawandel einreden, das ist mir eigentlich egal. Ich habe diese Grundskepsis. Und die sind aber trotzdem nicht irrational, sondern wir hatten vor 2, 3 Jahren eine ganze Reihe über Verschwörungstheorien. Und das Ergebnis dieser Reihe über Verschwörungstheorien war, das sind nicht Leute, die gewissermaßen mythisch, magisch denken, irrational sind, sondern im Gegenteil, die sind hochrational und die sind deshalb so rational, weil das, was sie betreiben, ist im Grunde Bricolage. Es ist handwerkliches, selbstgebautes Theorietum. Und so wie der Typ, der seine Eigenheime ausstaffiert mit Eigengebautem, stolz ist auf das Eigengebaute, also der Handwerker, der das alles selber macht, das Do-it-yourself. Es gibt diesen Typus auch in der Theorie, das sind die Leute, die machen Do-it-yourself-Theorien. Und diese Do-it-yourself-Theorien wundersamerweise widerlegen immer den Klimawandel, den Sie und Ihre Kollegen diagnostizieren. Und da gibt es diese Lücke zwischen den empirischen Nachrichten, die wir alle haben, und der Evidenz des Klimawandels, die Sie demonstrieren können. Und da würde ich sagen, das ist der Kern, wo ich sagen würde, das ist ideal, wenn die theoretische Physik und Klimaforschung an der Stelle, nur an der Stelle tätig wird. Und überall da, wo es gewissermaßen Disziplinen gibt, die dann für andere Lebensbereiche zuständig sind, übergeben Sie den Staffelstab. Ja, also das verstehe ich, habe auch den sanften Hinweis verstanden. Das mache ich seit 20 Jahren intensiv. Und zwar genau das. Ich rede nur über die Physik, und wenn ich in letzter Zeit waren das viel Immobilienleute, aber vor den Automobilindustrie, vor Stahlindustrie und so weiter, wenn ich vor denen rede, ist die einzige Botschaft, wir müssen auf Null Emissionen, wenn wir die Temperatur stabilisieren wollen. Alles andere können Sie vergessen. Das ist der Hauptpunkt, und das ist, steht ganz fest im Raum. Stefan Rahmstorff macht seit über 30 Jahren den Kampf gegen die Klimaskeptiker.
Und das fand, was Sie gerade erzählt haben über die Verschwörungstheoretiker, ist sehr, sehr spannend für mich tatsächlich, weil das habe ich tatsächlich so noch nicht gedacht, also diese der Obi-Ansatz sozusagen. Wir bauen uns selber unsere Theorie. Ja. Nee, aber es ist sehr, 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 sehr spannend. Aber diese quasi Gewaltenteilung, die ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich auch noch nie, und da bin ich sehr stolz drauf, ich habe sehr, sehr viele Medienbeiträge gemacht und noch nie irgendwas gefordert. Weil Klimaforscher fordern nicht, meiner Auffassung nach. Deswegen, ich habe ja vorhin auch eine Forderung gehört. Jetzt bin ich Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut und deswegen darf ich alles. Das heißt, weil jetzt bin ich plötzlich, jetzt geht es um Komplexität und was ich mache, und das werden Sie auch, das kann man vielleicht im Buch besser sehen, ich zeige Ihnen, wo die Mathematik in diesen Sachen liegt. Ich behaupte nicht, dass ich die Sozialwissenschaft verstehe. Und ich bin da auch sehr, sehr froh, das da zu lernen und weiterzulernen. Und man kann mir auch sagen, das geht alles nicht und so weiter. Sondern ich sage nur, das eine, was ich sage, und da stehe ich fest im Raum, meine Frau ist Medizinerin und die knirscht da immer mit den Zähnen, aber das bleibt trotzdem fest im Raum, die Mathematik ist universell. Das heißt, wenn Aliens kämen und die hätten eine Gasform und würden hätten keine Nase und keine Augen, hätten die trotzdem die gleiche Mathematik. Und deswegen kommen wir an diesen Selbstverstärkungsprozessen nicht vorbei. Mehr Hasen bedeutet mehr Hasenbabys. Ja? Und in diesem Kern, dieser Kern ist der Hintergrund von all diesen Explosionen, die ich erwähne. Und es gibt verschiedene Arten, mit Selbstverstärkungen umzugehen, mathematisch. Und das sind nicht viele, das sind 3 oder 4. Und eins davon ist diese Grenze. Und wenn Sie die einführen und das System die kennt, dann kriegen Sie die Faltung. Und das hat, also ich behaupte nicht, ich verstehe eine Gesellschaft. Aber das ist auch ganz klar entkoppelt von dem, was ich über Klima sage. Das ist wichtig. Ich hoffe, das ist auch klar geworden. Das sagt nicht das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sondern das sage ich, was ich heute gesagt habe. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich 2 inhaltliche Nachfragen, weil mir 2 Begriffe, so wie Sie die verwendet haben, noch nicht ganz klar sind. Das eine ist, was genau verstehen Sie denn unter Wachstum? Also es ist ja kein materieller Wachstum, aber mir ist das Ihr Verständnis von Wachstum noch nicht ganz klar geworden. Vielleicht da nochmal zu und dann auch vielleicht, wenn Sie Lust haben, eine Einordnung in die entsprechenden Debatten grüner Wachstum, Degrowth, Postgrowth. Und die andere Frage, weil darauf sind Sie dann von da aus gekommen, ist Entwicklung. Und wie Sie mit dem Begriff Entwicklung umgehen, der ist ja durchaus sehr strittig. Und ich habe zum Beispiel auch sehr gestutzt, als ich das Bild der beiden Kinder gesehen habe. Und da vielleicht nochmal einen Gedanken zu, wie Sie das eben auch einbauen in diese Gedanken der Faltung, also auch vielleicht eine dekoloniale Perspektive mit einbauen würden. Genau. Ja, jetzt kommen wir in meine Limitation, dass ich kein Sozialwissenschaftler bin und deswegen sind Mathematiker und Physiker definieren Dinge und dann sind die so und dann ist fertig und darüber wird auch gar nicht diskutiert. Ich weiß, dass man über Definitionen diskutieren kann und ich habe noch nicht ganz begriffen, warum man das tut, aber ich weiß, dass man das tut und dass es auch gute Gründe dafür gibt. Wenn ich Wirtschaftswachstum in dem Sinne nenne, wie ich das hier gemeint habe, meine ich wirklich nur die Zahl, die früher mal in Scheinen oder in Münzen irgendwo lag und jetzt in Computern ist. Und dass diese Zahl immer größer wird, da ist nichts Schlimmes dran. Das Schlimme ist, dass das gekoppelt ist mit materieller Zerstörung. Und dafür, habe ich ja gesagt, müssen wir diese Grenzen einführen. Zunächst die ganz banale CO2-Grenze, dann die Plastikgrenze und dann irgendwann die vollständige Rohstoffgrenze. Und das scheint den Leuten dann schon wieder sehr wild. Aber das ist tatsächlich wesentlich kraftvoller als die Diskussion, ob wir diese Zahl ansteigen lassen oder nicht. Ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen mit der Degrowth-Theorie. Wahrscheinlich unter anderem auch, also weil wir keine Zeit haben und ich mich dahinter verstecken kann, aber wahrscheinlich auch, weil da wesentlich klügere Gedanken drin sind, als ich sie jetzt referieren könnte. Ich will damit eigentlich nur sagen, also ich weiß immer nicht so richtig, was andere Leute gemacht haben. Und das ist ganz, ganz schlimm, das weiß ich. Aber ich sage dann immer, was ich gedacht habe und dann können wir gucken, können wir diskutieren. Aber was ich sagen möchte ist, wenn diese Zahl reflektiert, wie etwas
gewertschätzt wird in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber geschätzt wird in der Gesellschaft, dann heißt es, dass das über die Generation und über die Jahre ansteigt, eigentlich nicht besonders viel, weil es dann tatsächlich nur darum, um relative Schätzung, Wertschätzung geht. Viel wichtiger ist dann, was bekommt der eine im Vergleich zu dem anderen. Und ich glaube, dass wir dieses System in vielen, vielen Bereichen reformieren müssen. Ich habe darüber nachgedacht, ob man dann ein alternatives System der Wertschätzung einführen kann und letztendlich kommt man immer, und das ist wieder Mathematik, man kommt, wenn man auf einem eindimensionalen System, in ein eindimensionales System kommt, kommt man immer wieder zu so etwas wie einer Währung. Was Sie dann überlegen können, ist, Sie können mehrdimensionale Wertschätzungssysteme aufbauen, wie zum Beispiel in China mit diesen Sozialpunkten. Nun müssen wir nicht gerade China als ein positives Beispiel hernehmen, ich will das nur als Beispiel. Nur was Sie dann nicht machen dürfen, und das ist auch wieder Mathematik, das darf keinen Übersetzungsfaktor zwischen den beiden geben, oder mit anderen Worten, Sie dürfen dann Sozialpunkte nicht kaufen können. Weil wenn Sie das können, kollabiert es sofort wieder in eine Dimension. Das heißt also, Sie haben zwei Systeme, die dann mit, dann können Sie mit, brauchen Sie bestimmte Sozialpunkte, um zum Beispiel eine Wohnung zu bekommen oder solche Sachen. Das könnte man überlegen. Ich habe das Gefühl, das macht die Welt komplizierter. Und meine Überzeugung ist, dass in der Vergangenheit immer die Schwächeren gelitten haben, wenn man Dinge komplizierter macht. Kann trotzdem sein, dass wir das brauchen. Ich habe jetzt versucht, erstmal mit dem einen System weiterzumachen. Bitte schön. Das Mikrofon ist schon an. Sie müssen eigentlich ganz tun nur reinsprechen. Ja, man hört mich gut. Sie haben gerade gesagt, Sie sind kein Sozialwissenschaftler, sondern theoretischer Physiker. Und wir reduzieren Komplexität gerne. Und das hat seinen Charme, aber wenn Sie Ihre Faltungen, also Ihre Begrenzungen, die wir anerkennen müssen, darstellen und damit dann auch Freiheiten verbinden, dann wissen wir ja auch, dass diese politischen Forderungen doch auf komplexe Menschen in komplexen Gesellschaften, in komplexen Herrschaftsstrukturen stoßen. Und da wird es dann etwas komplizierter, weshalb ja auch manche ihrer gewünschten Faltungen politisch noch keinen Widerhall bei entsprechenden parteipolitischen Vorschlägen gefunden haben. Ich denke da an Unternehmensbesteuerung oder Begrenzung von Managergehältern und so weiter. Und deshalb drängt sich mir die Frage auf, warum nutzen Sie nicht auch Ihre oder erkennen Sie nicht Ihre eigenen Grenzen oder die Grenzen Ihrer Wissenschaft an und arbeiten intensiv mit Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, die ja genau das erforscht haben. Denn das könnte ich mir wirklich sehr, sehr fruchtbar vorstellen. Die Ökonomen denken ja gelegentlich, sie seien auch Sozialwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob Sie das... Also ich habe 8 Jahre lang die ökonomische Abteilung bei uns geleitet, zusammen mit Ottmar Edenhofer, zusammen unserem Chefökonom und jetzigen Direktor, und arbeite quasi in diesem Bereich. Natürlich, wir arbeiten zunehmend auch mit Sozialwissenschaftlern zusammen, was ich glaube tatsächlich, dass wir uns da gegenseitig befruchten können. Ich glaube auch nicht, dass ich in irgendeiner Form irgendjemand verdrängen will, sondern nur einfach diese Gedanken reinbringen möchte. Und die Frage, und das sind konzeptionell unterschiedliche Gedanken, die gibt es vielleicht auch in den Sozialwissenschaften schon, da bin ich sehr, sehr, wäre ich sehr, sehr froh darüber. Es gibt auch innerhalb der Naturwissenschaften sehr unterschiedliche Grundüberzeugungen. Die Ökonomen, und das sind keine Naturwissenschaftler, aber die Ökonomen und die Physiker, Mathematiker haben gemeint, dass sie sehr verallgemeinernd sind, dass sie Generalisten sind. Die Geografen, die Biologen, häufig auch die Chemiker, sind mehr Individualisten sozusagen. Jede Blume ist besonders, war ein bisschen ketzerisch. Und ich glaube, dass wir das alles brauchen. Ich glaube aber, was mir gerade fehlt in dem, was ich von den Gesellschaftswissenschaften weiß, ist tatsächlich der Zug dahin zu generalisieren, zu versuchen, eine Theorie zu entwickeln, die tatsächlich mehr erklärt als nur kleine Aspekte davon. Das fehlt mir als Außenstehenden, und ich bin da sehr, sehr offen für, das zu erfahren und zu sehen und auch bewiesen zu kriegen, dass es nicht der Fall ist. Aber ich glaube, dass das eine schöne Sache wäre. Ich würde mir so einen Marx noch mal wünschen, der sagt, er hat alles verstanden. Ich habe jetzt im Augenblick keine weiteren Finger mehr gesehen. Deswegen würde ich ganz gerne, wenn ich niemanden übergehe,
das auch als Anreiz zu nehmen? Ich habe gesehen, die Frage des Wachstums hat hier auf der einen Seite den Erklärungsbedarf wachsen lassen, aber auch die Kreativität von Lösungen, unter anderem die in die Interdisziplinarität und die Vielfalt der Fächer, aber auch der Dialogmöglichkeiten zu investieren, um das zu durchbrechen, was Sie in Ihren Forschungen auch beschrieben haben, nämlich, dass es eine Korrelation gibt, nicht nur zwischen Wetterextremen und wirtschaftlichen Schäden, sondern auch zwischen sozialem Klimawandel und Wetterextremen. Das ist ein anderes interessantes Thema, also dass der Hass in den sozialen Medien zunimmt in Korrelation zum Extremwetter. Lesen Sie das Buch Die Faltung der Welt. Wir sind mit den Mosse Lectures und der Rundreise durch das Universum in diesem Semester zum Ende gekommen. Mir bleibt nur, Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Treue, Ihre Neugierde zu danken. Auch Ihr Sitzfleisch, die harten Bänke wurden beim letzten Mal schon beklagt. Wir sprechen im Wintersemester weiter über ein anderes Thema. Welches es ist, entnehmen Sie bitte unseren Newslettern. Da spanne ich Sie jetzt erstmal auf die Folter und wünsche Ihnen aber vor allen Dingen einen schönen und hoffentlich auch erholsamen Sommer. Kommen Sie gut durch die Nacht. Dankeschön fürs Hiersein. Dankeschön, Anders Lebermann, nochmal.